Zeiterfassung und Nachweisführung muss nicht kompliziert sein. Das Trainingslager des FC Hansa Rostock wird präsentiert von Timescan. Timescan ist eine Marke der Soft Clean GmbH. Ja, und damit heißen wir euch hallo und herzlich willkommen hier aus Belek, Tag 7 des Trainingslagers des FC Hansa Rostock. Und wir sind im Prinzip auch schon auf der Zielgeraden. Morgen ganz früh geht's wieder zurück Richtung Heimat an die Ostsee. Aber vorher steht heute hier noch der zweite und damit letzte Test des Trainingslagers unseres FC Hansa Rostock in Belek an. Es geht gegen den österreichischen Bundesligisten und Europa League Teilnehmer, den Linzer ASK. Die Mannschaften sind schon angekommen und haben sich schon auf dieses Spiel vorbereitet, schon die Seitenwahl vorgenommen. Ich glaube, jetzt wird tatsächlich nochmal gewechselt, denn Markus Kolke, unser Torhüter und Kapitän, hat sich dafür entschieden, von unserer Perspektive aus gesehen, von links nach rechts zu spielen. Schiedsrichterassistenten checken jetzt nochmal, ob die Tornetze auch dicht sind, damit hier auch alles vernünftig und ordentlich läuft. Wie gesagt, für unsere Mannschaft ist es das zweite Testspiel im Rahmen des Trainingslagers hier in Belek. Am vergangenen Sonnabend gab es ja schon gegen den deutschen Drittligisten die Zweitvertretung von Borussia Dortmund ein 3:1 für die Kogge. Alle Tore in dem Spiel sind in der zweiten Halbzeit gefallen. Wollen wir schauen, wie es sich dann heute hier in diesem Spiel ergeben wird. Natürlich Erstligist aus Österreich, der auch in der Europa League gespielt hat in dieser Saison schon, ist natürlich dann doch noch ein bisschen anderer Gradmesser als vielleicht ein deutscher Drittligist. Allerdings sind die Linzer auch gestern erst hier angekommen. Für sie hat das Trainingslager begonnen, während unsere Mannschaft schon ein paar Tage und auch dementsprechend Trainingseinheiten in den Knochen stecken hat. Die Anfangsformation gehen wir gleich drauf ein, wenn der Anpfiff hier erfolgt ist. Aber Markus Kolke wird heute hier in diesem Spiel im Tor stehen als Kapitän und Stammtorhüter. Aber er wird ja am ersten Spieltag der Rückrunde in Nürnberg aufgrund seiner roten Karte aus dem Spiel in Paderborn nicht dabei sein können. Deswegen wird dann im letzten Testspiel, so wie auch am vergangenen Sonnabend beim Testspiel gegen Borussia Dortmund 2, dann Nils Körber im Tor stehen und der wird auch am Sonntag beim letzten Testspiel zu Hause in Rostock im Ostseestadion um 13 Uhr ist da der Anpfiff. Wir übertragen das Ganze live auch auf unserem Hansa TV YouTube-Kanal und im Fanradio. Dann gegen den VfB Lübeck ebenfalls aus der dritten Liga in Deutschland, sowie Borussia Dortmund 2 auch. Und da wird dann wieder Nils Körber im Tor stehen, um dann zwei ganze Testspiele der drei insgesamt in dieser Vorbereitung dann auch zwischen den Pfosten gestanden zu haben, um genügend Spielpraxis für dieses erste Spiel in der Rückrunde in Nürnberg dann zu haben. Ansonsten schauen wir mal auf die Anfangsformation. Die Innenverteidiger heute in dieser ersten Halbzeit sind Jasper van der Werf und Felix Ruschko. Da müssen wir schon das erste Mal aufpassen. Da wird nämlich der Ball schön in die Schnittstelle gespielt dort, aber Markus Kolke war aufmerksam, hat diesen Ball erstmal klären können. Also Ruschko und van der Werf in der Innenverteidigung, Janis Lang auf der rechten Seite und Alexander Rossipal auf der linken Seite. Dann die Doppel-6 bestehend aus Yannick Bachmann und Vassiliadis. Dann davor auf den Außenbahnen links Kevin Schumacher und rechts Christian Kinsombi. Und im Angriff Svante Ingelsson und Kai Bröger. Einwurf auf der linken Angriffsseite. Alex Rossipal ist es, der den Ball jetzt dort Richtung Mittellinie spielt, auf Kinsombi, der den Ball dann direkt weiterleitet auf Svante Ingelsson. Da war ja noch so ein kleines Fragezeichen hinter dem Schweden, ob der mitmachen kann. Der hatte sich nämlich eine kleine Blessur zugezogen, eine leichte Bänderdehnung im Knöchel, nachdem er umgeknickt ist dort im Spiel gegen Borussia Dortmund 2. Da drohte sogar in der ersten Halbzeit die Auswechslung. Am Ende hat er dann doch die erste Hälfte, so wie alle anderen Feldspieler auch, dann durchspielen können. Hat dann ein bisschen in den vergangenen Tagen im Training das Tempo ein bisschen rausgenommen, aber gestern so einen kleinen Belastungstest gemacht und dann signalisiert, dass er heute spielen kann. Also ich denke mal auch mindestens wieder bis zur Halbzeit dann hier mitwirken kann, da die Verletzung zum Glück wohl nicht so gravierend ist. Jetzt muss man aufpassen, weggerutscht dort von Jasper van der Werf. Ja, das ist ein bisschen glatt hier heute auf dem Trainingsplatz. Es hat wie in den vergangenen Tagen leider auch sehr viel geregnet. Jetzt inzwischen hat der Regen fast aufgehört. Es tröpfelt nur noch mal so ein bisschen. Heute Vormittag hat es aber noch mal ganz ergiebig einen Regenguss gegeben. Deswegen das Geläuf hier auch dementsprechend gut
getränkt und durchnässt. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der dann auch mal aus der zweiten Reihe abziehen will, um den nassen Rasen auch auszunutzen dann für gute Torgelegenheiten. Schumi greift da mal früh an und sorgt dafür, dass die Linzer dort einen Fehlpass spielen müssen und kommt selber wieder in die Show, wird auf der linken Seite dort geschickt von Bachmann, dann bringt er den Ball in die Mitte und dann ist Pröger da, der den Ball äußerst knapp verpasst. Erste gute Gelegenheit nach 4 Minuten für den FC Hansa auf der linken Seite. Schumi sich gut durchgesetzt und in die Mitte geflankt, aber dann Kai Pröger einen Schritt zu spät gekommen. Abstoß vom Kasten der Österreicher. Der Ball geht aber hier ins Aus und deswegen gibt es den Einwurf für den FC Hansa. Im Tor Tobias Laval bei den Österreichern, der den Ball hier auf die von den Österreichern ausgesehen linke Angriffsseite ins Ausgeschlagen hat. Aus dem Einwurf kann Hansa jetzt aber erst einmal nichts machen. Der Ball wird hinten geklärt und über den Torhüter weitergespielt. Kurzpassspiel jetzt vor dem eigenen Strafraum. Ja, schon wieder versuchen sie es mit der Hacke. Das haben sie vorhin schon mal probiert. Diesmal bleiben sie im Ballbesitz. Und jetzt ist da viel Platz auf der rechten Seite, Rossipal. Aber zur Stelle, auch Felix Ruschke kann diesen Ball da erst einmal klären und jetzt aber aufpassen. Wird dort an der eigenen Eckfahne attackiert, kann die Kugel aber nach vorn bringen und dann gehen die Linzer auf Nummer sicher, köpfen den Ball ins Aus. 5 Minuten sind rum. Eine kleine Gelegenheit gab es bislang für den FC Hansa vor wenigen Augenblicken, aber Kai Pröger dort einen Schritt zu spät gekommen. Einwurf ausgeführt. Rossipal verlagert das Spiel jetzt von ganz links auf nach ganz rechts. Dann aber der Ballverlust, weil Pröger dort nicht an den Ball kommt. Aber Vassiliadis hat aufgepasst und jetzt ist es Pröger, der auf der rechten Seite viel Platz hat. Und tunnelt da schön seinen Gegenspieler, wird aber von einem weiteren verfolgt. Kann aber Richtung Grundlinie gehen, bringt den Ball jetzt in die Mitte auf. Ingelsson aber leider zu lang und weit geschlagen. Und die Österreicher können dort erst einmal in Form von Florian Flecker klären. Ja, ist auffällig, das direkte Spiel hier auf der linken Angriffsseite der Mannschaft aus Linz. Da versuchen sie dann immer wieder dort die Leute schnell in eine gute Position zu bringen. Aber gut aufgepasst von Kai Pröger, der den Ball dort erobern kann. Ja, ist also aus, vielleicht noch ein Linzer mit am Ball gewesen wäre. Ist aber nicht der Fall gewesen, deswegen gibt es den Einwurf für das Team aus Österreich. Im Aufbauspiel mit einer Dreierkette. Jetzt ist es Pröger, der mal ein bisschen anläuft. Und jetzt kommt die Anweisung auch von der Bank für Schumi, dass er ein bisschen höher anlaufen soll auf der linken Seite. Das hat gut geklappt, denn der geschlagene Ball der Mannschaft aus Linz landet beim FC Hansa. Jasper van der Werf ist es jetzt, der dort Kinsombi sucht, auch findet, aber der wiederum findet keinen Abnehmer für seinen Ball, den er dort mit der Hacke spielt. Dann ist es auf Seiten des Linzer ASK Valon Berisha, den sie erst vor wenigen Tagen verpflichtet haben, der dort also im Mittelfeld für torgefährliche Situationen sorgen soll, der den Ball erstmal verteilt, aber Hansa steht da erstmal gut hinten, sorgt dafür, dass sie in den gefährlichen Bereichen keine Anspielstationen finden. Gut dazwischen gegangen von Felix Ruschke, der da geklärt hat. Aber Linz bleibt in Ballbesitz. Wir befinden uns im Übrigen genau über der Hansa-Bank. Also haben im Prinzip ähnliche Perspektive wie Hansa-Trainer Mersat Selimbegovic. Nur mit dem etwas kleineren Vorteil, dass wir ein bisschen höher stehen und damit tatsächlich das Spielfeld ein bisschen besser überblicken können. Aber für uns von Vorteil, dass man auch so ein paar Anweisungen hautnah mitbekommt, was sich der Trainer oder das Trainerteam vorstellt in Sachen Veränderungen, Drehen an kleinen Stellschrauben während der Begegnung.
Jetzt haben Kinzombi und Schumacher mal die Seiten getauscht nach 8 Minuten. Schumi jetzt also auf der rechten Seite anzutreffen, Kinzombi auf der linken. Der Ball wird jetzt von Jannis Lang über die Mittellinie getragen. Aber da versucht er dort Kevin Schumacher zu finden. Gelingt nicht ganz. Und jetzt gibt es so ein kleines nachträgliches Feuerwerk hier auf der Tribüne von den rund 150, 200 Hansa-Fans. Die, ja, vielleicht könnte es sein, dass wir jetzt gleich ein bisschen wenig sehen. Mal schauen. Es wird warm und es wird hell und es wird rauchig. Also das Tor von Markus Kolke im Moment von uns nicht zu sehen. Auch das Tor auf der anderen Seite nicht. Ich kann gerade so noch erkennen, dass Kai Pröger dort auf dem Boden liegt. Gut, also jetzt sind wir direkt im Nebel. Das wird dann wohl einen kleinen Augenblick dauern, bis hier wieder ein bisschen was zu sehen ist. Das Spiel ist, wir nehmen es jedenfalls an, unterbrochen. Gut, wir lassen euch mal einen kleinen Augenblick mit den Bildern, die keine sind, allein. Wir melden uns gleich wieder. Bleibt dran. So, der Nebel verzieht sich jetzt hier ein bisschen. Ja. Da ganz gut, dass es nicht ganz windstill ist hier auf dem Platz, sodass das dann jetzt hier auch gleich zügig weitergehen kann. Mannschaften sind logischerweise auf dem Platz geblieben. Und es geht dann jetzt auch in wenigen Augenblicken weiter, diese kurze ein- bis zweiminütige Unterbrechung, denke ich, sollte jetzt hoffentlich dem Spielfluss keinen Abbruch tun. Wie gesagt, auch schon am vergangenen Sonnabend beim Spiel gegen Borussia Dortmund, da waren wir auf einer benachbarten Anlage dort, wo die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund das Trainingslager abgehalten hat, ist die Mannschaft da ein paar hundert Meter weiter gereist sozusagen, um dort dann das Spiel auszutragen. Heute sind wir auf der Anlage des Hotels, in dem der FC Hansa in den letzten 6,5, 7 Tagen das Trainingslager abgehalten hat. Das ist also auch der Platz, auf dem die Mannschaft hier in den vergangenen Tagen auch jeden Tag ein- bis zweimal trainiert hat. Also gewohntes Umfeld sozusagen für die Hansa-Mannschaft. Das Letzte, was wir vor der kurzen Unterbrechung gesehen hatten, war, dass Kai Pröger am Boden lag, muss also ein Foulspiel gegeben haben, denn an genau dieser Stelle geht es jetzt mitten im Freistoß für den FC Hansa weiter. Kai Pröger und auch Alex Rossipal sind da mit am Ball. Der Ball kommt in Richtung Strafraumgrenze, aber dann können die Linzer erstmal klären. Aber dann sind es Rossipal, Jannis Lang und auch Torhüter Markus Kolke, der jetzt eingebunden wird, die an den Ball herankommen können. Und Hansa versucht, über die rechte Seite neu aufzubauen, aber muss abbrechen. Schumi mit dem Ball zurück und dann Markus Kolke vor dem heranstürmenden Angreifer. In dem Fall ist es Moses Usor, da er den Ball dort vor dem Mann mit der Nummer 17 weiterspielen konnte. Hansa versucht es jetzt mit einem vorsichtigen Spielaufbau. Jannis Lang hat erstmal nach vorn keine Anschlussstation. Entscheidet sich dann, Yannick Bachmann mitzunehmen. Der wiederum verlagert das Spiel auf die linke Seite, auf Alexander Rossipal. Aber findet vorn keine Anspielstation. Deswegen geht es erstmal hintenrum über Markus Kolke. Der versucht jetzt, den Ball an die Mittellinie zu schlagen. Gelingt ihm auch gut. Kai Pröger kommt zwar an den Ball, kann ihn aber dann nicht kontrollieren. Deswegen können sich die Linzer dort erst einmal den Ball erobern. Und dann war es ein Abwehrbein des FC Hansa, das dafür sorgte, dass der Ball erstmal in die Linzer Hälfte zurückgeht. Jetzt schon wieder an der Strafraumkante beim FC Hansa. Zwei Kopfbälle, erst von Van der Werf, dann von Ruschke und dann am Ende geklärt erst einmal. Und
Kinzombi ist es, der den Ball jetzt auf die rechte Seite schlagen kann. Und dort ist Schumi. Der hat da viel Platz, viel Wiese vor sich. Dann beschwert sich Brügger, dass er festgehalten wurde. Und anstatt weiterzuspielen, rennt sich dort Schumi mit dem Ball am Fuß fest. Und Kai Brügger setzt jetzt nochmal nach. Versucht dort, den Ball zu erobern. Gelingt ihm aber so im ersten Moment nicht. Und der Linzer SK kann den Ball in den eigenen Reihen dann erst einmal halten. Ja, da hat sich natürlich ein bisschen beschwert, weil er festgehalten worden ist, Kai Brügger. Aber wenn der Schiri nichts macht, dann muss er einfach auch weiterspielen und nicht versuchen, da noch in die Diskussion zu gehen. Das ist ja kein Debattierclub hier, sondern immer noch ein Testspiel. Und von daher, beim nächsten Mal wird es sicherlich dann auch bei ihm weitergehen, wenn er merkt, dass er da erst einmal so auf taube Ohren beim Schiedsrichter stößt. Hansa jetzt mit dem Ball an der Mittellinie. Janis Lang auf der rechten Seite bringt dort Svante Ingelsson ins Spiel, aber da rutscht der Schwede ein bisschen weg. Schade, war ein gut gespielter Ball eigentlich, dass er den nicht unter Kontrolle kriegen konnte. Und deswegen die in schwarzen Hosen und schwarzen Stutzen sowie in schwarz-weiß gestreiften Trikots ausgestatteten Linzer im Ballbesitz. Aber dann ist es Svante Ingelsson, der den Ball zurückerobern kann und dann leider zu hoch gespielter Ball. Die Idee, Schumi dort auf der rechten Seite mit ins Spiel zu bringen, war gar nicht so schlecht von Svante Ingelsson, aber war ein bisschen zu hoch gespielt. Es war dann schwierig für Schumi, den Ball unter Kontrolle zu bekommen, zumal er ja aufgrund des Regenwetters und des damit verbundenen nassen Rasens natürlich auch dann ordentlich an Fahrt aufnimmt und deswegen Schumi dort keine Chance gehabt, den Ball wirklich unter Kontrolle zu bekommen. Jetzt wird es wieder ein bisschen regnerischer. Das heißt, der Regen nimmt ein bisschen mehr an Fahrt wieder auf. Aber mal schauen, wie sich das aufs Spiel auswirkt. Einwurf für Hansa, Janis Lang hat schon ausgeführt. Van der Werf zurück auf Kolke. Rossipal dann mit dem Ball in die Mitte auf Kai Brügger. Und dann Brügger mit Svante Ingelsson, der das gut macht, der sich ja gut durchsetzt, wird gehalten, schüttelt den Angreifer da ab, legt auf Janis Lang, der wieder zurück auf Brügger, der bringt den Ball in die Mitte und dann verpassen Schumacher und auch Kinzombi. Für den einen war der Ball zu kurz, für den anderen zu lang. Das war ein bisschen ärgerlich und jetzt schalten die Linzer ganz schnell um und versuchen es über die rechte Seite. Usor dort, der den Ball hat, aber gut aufgepasst von Felix Ruschke. Das hat er gut gemacht. Und dann ist es Kinzombi, der gelegt wird. Und gibt keinen Freistoß. Kinzombi liegt immer noch, hält sich den Knöchel. Aber die Linzer spielen weiter. Und dann ist es Lang, der mal dazwischen haut. Und der Ball geht dann in Richtung Markus Kolke. Und Schiri winkt nochmal ab auf Nachfrage von Yannick Bachmann, der sich da ein bisschen Sorgen um seinen Zimmernachbarn macht. Denn Bachmann und Kinzombi teilen sich ein Zimmer hier auf dem Trainingslager. Und der Schiri hat keine Anstalten gemacht, dort irgendwie auf Foulspiel zu entscheiden. Und war jetzt keine Situation, wo Kinzombi durch eine Schwalbe hätte sich einen Vorteil herausholen können. Von daher gehen wir mal davon aus, dass er tatsächlich getroffen worden ist. Der Schiri ist halt nur anders eingeschätzt hat. Rossipal ist es, der jetzt auf der linken Seite wieder Kinzombi ins Spiel bringt. Der kann den Ball noch erlaufen und dann ist es Brügger, der in Position geht. Aber Kinzombi läuft sich dann mit zwei Leuten fest, hätte den Ball vielleicht früher spielen können und schaut dann wieder zum Schiri. Aber diesmal, denke ich, ist da wirklich alles ganz normal und sauber abgelaufen. Hätte er vielleicht vorher versuchen sollen, Kai Brügger irgendwie anspielen zu können. Jetzt attackiert Hansa früh an der gegnerischen Strafraumgrenze sogar. Und der Linzer ASK kann sich aus dieser Situation aber erstmal befreien. Hansa zieht sich ein bisschen weiter zurück. 17 Minuten gespielt hier in Belek auf der Anlage vom Sueno Deluxe Hotel in Belek. Gute Bedingungen hat der FC Hansa hier vorgefunden in der Zeit des Trainingslagers, das ja morgen früh zu Ende geht. Schon morgen Mittag wird die Mannschaft wieder in Rostock sein. Am Vormittag sogar noch eine kleine Laufeinheit nach aktuellem Stand der Dinge dann in Rostock noch geplant. Also selbst der Reisetag wird noch genutzt, auch der Heimreisetag für eine Trainingseinheit. Und wenn alles ganz normal und vernünftig läuft, sollte das dann auch alles zeitlich gut über die Bühne gehen. Der Flieger schon sehr früh in Belek. Oder in dem Fall Antaya, dass er dann abhebt, schon morgens um 8 und 8.30 Uhr wird die Mannschaft in etwa wieder in Lage landen. Jetzt ist Kinzombi, der auch ein bisschen den Ball verliert, aber dann doch nochmal zurückerobert, aber dann leider wegrutscht und dort keinen
Stand hat und sich so leider da nicht behaupten kann. Und dann Felix Ruschke macht das gut gegen Usor, kriegt trotzdem den Freistoß gegen sich gesprochen. Und jetzt Svante Ingelsson dort im intensiven Austausch mit dem türkischen Schiedsrichter. Natürlich interessant zu hören, welcher Sprache die beiden sich wohl unterhalten. Wahrscheinlich wird es Englisch sein, aber wie groß da der Wortschatz gerade beim Schiedsrichter ist, kann man natürlich schlecht einschätzen. So, den Ball konnte Markus Kolke jetzt gut einschätzen und aufnehmen. Steht auf Höhe des Elfmeterpunkts, hat den Ball in der Hand. Hält den, obwohl er nass ist, nur mit einer Hand fest. Aber jetzt legt er ihn sich hin und wird ihn jetzt weit in Richtung Mittellinie schlagen, was ihm auch gelingt. Kinsombi wird ein bisschen geschoben, kann dann am Ende sich nicht durchsetzen. Dann ist es Ingelsson mit Kinsombi und Alex Rossipal, der dort wunderbar Kai Pröger findet. Der hat jetzt viel Platz, kann entweder nach rechts spielen, macht er auch aus Svante Ingelsson, aber leider ist der Ball ein bisschen zu kurz gespielt. Da gab es zwei gute Optionen für Pröger, selber mit rechts abzuschließen oder eben Svante Ingelsson dort mitzunehmen, was ihm auch eigentlich ganz gut gelungen ist, aber der Ball ist dann doch ein bisschen zu weit versprungen und ja, für diesen Körpereinsatz kassiert Svante Ingelsson jetzt einen Pfiff. Und es gibt einen Freistoß für den Linzer HSK, was natürlich für ein bisschen Verwunderung sorgt, wenn man dann vorher die beiden Aktionen gegen Chris Kinsombi gesehen hat, wo nicht gepfiffen worden ist, wo man sagen würde, das war genauso wie das, was jetzt eben abgepfiffen wurde. Dann ist es dort Berisha, der sich dort versucht durchzusetzen. Erst schüttelt er Bachmann ab und dann ist Kinsombi zur Stelle und fault da ein bisschen. Deswegen gibt es gegen den FC Hansa einen Freistoß, den die Linzer dort knapp hinter der Mittellinie ausführen können. 20 Minuten sind rum hier bei diesem Testspiel Nummer 2 zwischen dem FC Hansa und dem Linzer ASK. 0:0. Wir haben eine recht verheißungsvolle Situation in der 4. Minute gesehen und eben diese schöne Situation, als Kai Pröger dort gut in der Mitte freigespielt wurde und dann versuchte noch Svante Ingelsson mitzunehmen, wo er auch die Möglichkeit gehabt hätte, selber abzuschließen, was ihm am Ende aber leider nicht gelungen ist. Jetzt der lange Ball in die Mitte, in die Schnittstelle zwischen dem rechten Innenverteidiger Van der Werf und dem rechten Außenverteidiger Janis Lang und dann wird dort ein bisschen geschubst, ein bisschen geschoben und am Ende liegt Jasper van der Werf, weil er einen kleinen Schubser von Marin Ljubicic erhalten hat und deswegen gibt es den Freistoß für den FC Hansa auf Höhe der eigenen Strafraumgrenze. Ja, wird der Ball kurz gespielt auf Janis Lang, der spielt den Ball in die Mitte auf Kai Pröger, der ist vor seinem Gegenspiel am Ball, also ja, das bekommt den Ball und verlagert das Spiel schön auf die linke Seite und jetzt hat Svante Ingelsson sehr, sehr viel Platz, bringt den Ball in die Mitte auf Kinsombi, wird nochmal abgefälscht dieser Ball und dann ist Schumi zur Stelle und möchte dort einen Eckball und den bekommt er auch. Also, erster Eckball in dieser Begegnung für Hansa von der angreifenden Mannschaft aus gesehen, von der linken Seite. Alexander Rossipal ist es, der jetzt nach außen geht und diesen Ball dort gleich hereintragen wird. Unter den tatkräftigen Anfeuerungsrufen der Hansa-Fans, die wie gesagt so mit 150, 200 Leuten hier heute auch wieder bei diesem Spiel mit dabei sind. Der Ball kommt hoch an den 5-Meter-Raum und dann aus der zweiten Reihe schießt er mal Felix Ruschke. Das macht er richtig gut. Also, das war eine gute Gelegenheit, auch für den Torhüter Tobias Laval sich mal auszuzeichnen, aber eben auch von Felix Ruschke nach einer Ecke mal drauf zu hauen und gute Chance, aber auch für Laval sich auszuzeichnen. Einwurf für Hansa. Janis Lang bringt den Ball in den Strafraum. Bachmann verlängert. Schumi. Dort, ach, kleiner Schubser gegen Usor, wird gleich gepfiffen. Gegenspieler hat nicht mal reklamiert, dass was gewesen wäre. Ist ja immer schon ein Zeichen dafür, dass man davon ausgehen kann, dass beide mit dem Körpereinsatz so weit zufrieden waren. Sowohl der, der eingesetzt hat, als auch der, der ein bisschen kassiert hat. Aber gut, Freistoß für den Linzer ASK. Ball kurz gespielt, geht über die linke Seite, gut aufgepasst von Rossipal, der da ein bisschen nach vorn geschoben ist, Einwurf ausgeführt, dann Ruschke springt unterm Ball durch, aber dann ist Van der Werf zur Stelle, köpft den Ball ist aus. Es gibt auf Höhe der Strafraumgrenze auf der rechten Angriffsseite des Linzer ASK einen Einwurf. Jetzt
schiebt da auch dann der lange Verteidiger mit nach vorn, Maxim Talovirov. Steht nur Maxi auf dem Trikot hinten drauf, also arbeitet unter dem Spitznamen in der österreichischen Bundesliga. Der Ball kommt hinein und genau jener Maxi ist auch zur Stelle, aber dann erst einmal der Ball geklärt von Svante Ingelsson. Bisschen unkonventionell, einmal quer vor dem Strafraum, versucht er die Seite zu verlagern, aber Linz bleibt erstmal im Ballbesitz über Usor, der den Ball dort weiterleitet und dann können sich die Hanseaten erst einmal befreien und dann, wenn es schnell geht, vielleicht Kai Pröger dort, jawohl, kann sich durchsetzen und dann gibt es ein kleines Foul an Schumacher, völlig klar, Freistoß für Hansa. Wäre eine gute Gelegenheit gewesen, weil Pröger dort Schumi mitgenommen hat. Beide sind ja sehr, sehr schnell unterwegs und wenn Schumi den Ball hätte, vielleicht direkt wieder zurück oder in den Lauf spielen können von Kai Pröger, dann wäre es eine 2 gegen 1 Überzahlsituation gewesen. Aber so gibt es den Freistoß, der ausgeführt ist, nichts eingebracht hat. Linz im Ballbesitz, im eigenen Strafraum. Hansa zieht sich ein bisschen zurück, greift jetzt nicht, wie es vorhin schon mal ein paar Situation zu sehen war, den Gegner schon fast am eigenen Strafraum an, sondern dort das Feld ziemlich eng gemacht, also roundabout um den Mittelkreis und das sorgt dafür, dass der Ballbesitz wieder da ist. Jetzt zurückgespielt auf Markus Kolke, der fordert seine Jungs auf, das Spiel breit zu machen, um den Ball dann in die Mitte zu spielen, auf Van der Werf, der wiederum auf die linke Seite, auf Felix Ruschke, der findet Svante Ingelsson und dann gibt es dort den Zusammenprall. Beim Versuch, den Ball über Kopf zu spielen, wenn ich das richtig gesehen habe, war es der Mann mit der Nummer 5, Philipp Ziereis, den man ja auch aus Deutschland kennt. Meine in Bochum unter anderem aktiv gewesen. Aber ganz normale Aktion, der hat den Ball als letztes berührt. Deswegen gibt es genau auf Höhe der Mittellinie auf der linken Angriffsseite Einwurf für Hansa durch Alex Rossipal. Der bekommt den Ball dann von Vasiliades auch zurückgespielt und versucht dann das Spiel zu verlagern, aber so weit, dass der Ball an Freund und Feind vorbeigeht und dann über die Auslinie und Bello hat die Möglichkeit, dort schon mal den Ball wieder ins Spiel zu bringen mit einem schnell ausgeführten Einwurf. Die Linzer sind im Ballbesitz, allerdings weit und tief in der eigenen Hälfte, sodass erst einmal dieser lange Ball geschlagen werden muss. Van der Werf steigt da hoch und kann klären und dann hat das Schiedsrichter-Trio angezeigt, dass der Angreifer, der hinter Van der Werf stand, dort in Abseitsposition war und deswegen gibt es Freistoß. Zurückgespielt der Ball von Ruschke auf Kolke, der geht auf Nummer sicher, spielt den Ball dort vor Usor weg. Berisha ist es jetzt, der den Ball in der Mitte spielt und Zuli ist es jetzt, der den Ball auf die rechte Seite verlagert. Rossipal kommt da nicht richtig ran, dann können die Linzer in die Mitte spielen und dann ist aber Janis Lang da, klärt zum ersten Eckball für, ja, sie stehen tatsächlich sogar als Gäste auf dem Spielberichtsbogen drauf, für die Gäste vom Linzer ASK. Wird ein Freistoß, ein Eckball, ein Eckstoß von der linken Seite werden. Zwei Spieler sind dort, die sich um den Ball kümmern werden. Das Richtige ist es Berisha und Usor. Aber es wird wohl keine kurze Variante. Janis Lang ist auf Nummer sicher gegangen, hat sich dort mit zu den beiden gesellt, aber der Ball wird in die Mitte hineingeschlagen. Van der Werf erst einmal zur Stelle, köpft den Ball zur Seite weg, gibt Einwurf für Linz auf der rechten Angriffsseite. 27 Minuten sind rum, hier in Bielek zwischen Hansa und dem Linzer ASK. Stets noch 0:0, richtig große Chancen haben wir bisher keine gesehen. In der Anfangsphase eine von Pröger, dann im weiteren Spielverlauf noch eine von Pröger, wo er vielleicht hätte schießen können und dann versucht hatte, Svante Ingelsson in eine gute Position zu bringen. Beide Male hat es leider nicht so richtig geklappt. Der Linzer ASK hat den Ball jetzt in der eigenen Hälfte mit dem weit aufgerückten Torhüter, der dort auch wieder mit ins Spiel eingebunden wird. Und jetzt greift Hansa wieder früh an. Das haben wir im Training hier auch ein paar Mal gesehen, dass genau solche Situationen geübt werden. Und dann dribbelt er dort mit dem Ball ins Aus. Da hat er ihn so gut unter Druck gesetzt, der Christian Kinsombi, dass er sich dort nicht anders zu helfen wusste. Und deswegen gibt es jetzt den Einwurf. Und das ist damit der Lohn für diesen Einsatz, dort so früh zu attackieren und den Gegner früh in der eigenen Hälfte unter Druck zu setzen, dass es diesen Einwurf auf der rechten Seite gibt. Janis Lang
der ja aus der U23-Mannschaft des FC Hansa zum Ende der Hinrunde nach oben gerutscht ist, aufgrund der Tatsache, dass mit Nico Neidhardt und Patrick Strauß ja zwei Spieler längerfristig ausgefallen sind, der ja dann auch in Karlsruhe beim 2:2 zu seinem Debüt für den FC Hansa in der zweiten Fußball-Bundesliga gekommen ist, gleich über 90 Minuten durchgespielt hat und da eine sehr solide Leistung an den Tag gelegt hat. Der hat diesen Einwurf ausgeführt, der hat zumindest dazu geführt, dass wir weiter im Ballbesitz bleiben. Der Ball wieder zurückgespielt zu eben jenem Jannis Lang, der nimmt Jasper van der Werf mit. Usor rutscht weg beim Versuch, ihn zu attackieren. Hansa verlagert das Spiel jetzt auf die linke Seite. Rossipal, der mit nach vorn gerückt ist, nimmt Schumacher mit. Schumacher und Kinsommi haben die Seiten wieder zurückgetauscht. Also so, wie sie angefangen haben. Und dann ist es Ruschke, den der Ball bei der Ballannahme ein bisschen verspringt. Und dann beim Versuch, ihn auf die andere Seite zu spielen, schießt der Gegenspiel an. Und deswegen kommt der Linzer ASK in Ballbesitz über Bello auf der linken Seite. Wird aber erst einmal wieder das Tempo rausgenommen. Hansa macht das gut, steht gut gestaffelt und der Linzer ASK muss wieder neu aufbauen. Über den Mann in der Mitte mit der Nummer 16, Andres Andrade. Jetzt versuchen sie es über die Mitte auch nach vorn und jetzt ist die ganze linke Angriffsseite verwaist. Also Jannis Lang hat sich da ein bisschen zu sehr in die Mitte locken lassen. Das können sie auch ausnutzen, bringen den Ball auch wieder zurück und dann gibt es einen Schuss im Strafraum, aber der geht deutlich über den Kasten und deswegen gibt es Abstoß vom Tor von Markus Kolke, der bislang noch nicht wirklich was zu tun hatte und sich in dieser ersten halben Stunde, die jetzt absolviert ist, gleich bislang noch nicht auszeichnen musste. Ja, ist eine schwierige Situation für Markus Kolke, natürlich dadurch, dass er am ersten Spieltag der Rückrunde in Nürnberg am 20. Januar nicht dabei sein kann, aufgrund der roten Karte aus dem Spiel in Paderborn. Kann man ja auch sogar fast davon reden, dass es zum Glück nur ein Spiel ist, dass er dort als Sperre aufgebrummt bekommen hat für diese dann als Notbremse gewertete Aktion unmittelbar vor der Strafraumgrenze. Als er beim Herauseilen den Gegenspieler dort faulte, hat er eben nur Einspielsperre bekommen und deswegen wird er ja in Nürnberg fehlen. Trotzdem muss natürlich Mersatz in den Begovic, davon ist auszugehen, dann ja auch mit ihm in der Rückrunde als Nummer 1 planen, auch wenn er dann eben in genau diesem ersten Spiel fehlt. Deswegen wird er dann heute mit hoher Wahrscheinlichkeit auch über 90 Minuten im Tor stehen. Und Nils Körber, der ja gegen Dortmund schon zwischen den Pfosten stand, dann das dritte und letzte Testspiel gegen den VfB Lübeck dann am kommenden Sonntag um 13 Uhr im Ostseestadion über 90 Minuten absolvieren, um dort noch ein bisschen mehr Spielpraxis zu bekommen. Ein bisschen mehr als eine halbe Stunde ist rum, 0:0 zwischen Hansa und dem Linzer ASK, der wieder auf der linken Seite ein bisschen mehr Platz hat. Jannis Lang ist da hinterher, um diesen Flankenversuch von Usor zu unterbinden, was ihm auch gelingt, allerdings nur auf Kosten eines Eckballs. Es ist der zweite für den Linzer ASK. Wieder von der linken Seite wird er geschlagen und hier macht sich schon der erste Wechsel bei den Linzern bereit. Also wird es vielleicht den einen oder anderen Spieler geben, der nur eine halbe Stunde dann spielen wird. Und jetzt kommt der Ball in die Mitte rein. Oh, geht an Freund und Feind vorbei und dann wird er nochmal in die Mitte zurückgespielt und dann grätscht dort ein Spieler fast noch diesen Ball in Richtung Tor, stand aber auch schon fast an der Grundlinie. Der Außenverteidiger, der mit aufgerückt ist, der wahrscheinlich eher für das Kopfballspiel eingeplant war, als das Spiel mit dem Fuß. Der Mann mit der Nummer 5 war es und das ist Philipp Ziereis. So, die Linzer jetzt ein bisschen mehr Ballbesitz in den letzten 3-4 Minuten. Versuchen dort jetzt mit einem kontrollierten Aufbauspiel Hansa ein bisschen mehr unter Druck setzen zu können. Wie gesagt, gleich gibt es hier vermutlich die erste Einwechslung. Ivan Lubitsch, der Mann mit der 21, hatte sich zumindest schon mal bereit gemacht. Aber vielleicht dauert das ja dann doch am Ende noch ein paar Minuten, bis das passieren wird. Ja, gut aufgepasst von Vasiades, der dort den Ball
erobern kann. Und dann auf engstem Raum spielt sich der FC Hansa den Ball zu und dann grätscht Maxi dazwischen und es gibt Einwurf für den FC Hansa. Und tatsächlich gibt es hier den Wechsel jetzt in der Begegnung. Weiß nicht, ob es da vielleicht sogar Verletzungsgründe gibt bei, wenn ich das richtig sehe, Wallon Berisha, der da vom Platz geht. Oder weil man eben erstmal nur mal gucken wollte, wie es so ist, nachdem er sich ja erst vor kurzem entschlossen hat, dorthin zu wechseln. So ein bisschen erstes Gefühl für die Mannschaft zu bekommen. Also Berisha aus dem Spiel, dafür Ljubic jetzt in der Begegnung in der Zentrale beim Linzer ASK. Das Ganze nach jetzt gespielten 33,5 Minuten. Ja, von uns nochmal der Hinweis, wir haben ja seit der vergangenen Woche auch ein neues soziales Medium, das wir nutzen. WhatsApp ist sicherlich vielen von euch geläufig als Messenger-Dienst, da gibt es ja seit ein paar Monaten die WhatsApp-Kanäle und da ist der FC Hansa Rostock jetzt auch aktiv und wir sind schon bei über 19.000 Abonnenten. Da seid ihr, bleibt da auch immer auf dem aktuellen Stand, wenn ihr euch dort einfach diesen Kanal abonniert. Gibt es immer mal so 2-3 Meldungen am Tag, müsst ihr dann gar nichts weiter machen, wenn ihr sowieso das Telefon den ganzen Tag in der Hand haltet und über WhatsApp kommuniziert. Schaut in den Kanälen vorbei und seht dann auch immer auf dem Hansa-Kanal, was denn so aktuell los ist. Also einfach mal bei den Kanälen bei WhatsApp nachschauen, nach Hansa Rostock suchen, abonnieren. Und dann würden wir uns freuen, wenn wir dann heute Abend vielleicht die 20.000er Marke auch knacken. Wäre natürlich eine tolle Sache, wenn das denn gelingt. Knapp über 19.000 sind wir aktuell. Und dann einfach mal den WhatsApp-Kanal des FC Hansa Rostock mit abonnieren. Jetzt wird Markus Kolke auch außerhalb des Strafraums mit in das Spiel eingebunden. Der Ball lang gespielt auf Pröger, aber der hat da wenig Chancen gegen Andrade, das Kopfballduell zu gewinnen. Aber dann wieder gut unter Druck gesetzt vom FC Hansa, dass Maxi dort mit dazu gezwungen wird, quasi den Ball ins Aus zu spielen, weil er keine andere Möglichkeit mehr gefunden hat. Svante Ingelsson jetzt über die linke Seite, geht schon Richtung Eckfahne, aber dann der Abwehrchef Andrade dort zwischengegangen, den Ball ins Aus befördert. Es gibt Einwurf für Hansa nach 35 Minuten. Nach wie vor steht es 0:0. Regen hat wieder ein bisschen mehr eingesetzt. Und der Ball kommt jetzt in die Mitte. Aber außer Kin Zombie ist da keiner, von daher ist das eine sichere Beute des Torhüters. Uzor ist es, der sich da gleich vier Gegenspielern gegenüber sieht, den Ball in die Mitte bekommt und da versucht, in der Mitte jemanden zu finden, in dem Fall Ljubicic, der mal mit der 9, nicht zu verwechseln mit dem neu ins Spiel gekommenen 21er Ljubic. Also sehr ähnlich klingende Namen, die 9 Ljubicic, die 21 Ljubic. Eckball Nummer 3 für das Team aus Linz. Wieder von der linken Seite. Bisher gab es 3 Eckbälle, 3-mal von links. Diesmal die kurz gespielte Variante. Aber dann ist es mal der großgewachsene Bachmann 2-mal mit dem Kopf zur Stelle, um zu klären. Und am Ende wird der Ball aus der Gefahrenzone gebracht. Linz hat den Ball jetzt tief in der eigenen Hälfte. Versucht da den Neuaufbau über Uzor hinzubekommen. Ja, leichtes Foul von Kin Zombie an Zuli. Aber schon schnell ausgeführter Freistoß. Aber da ist ein Fehlpass und da hat Pröger aufgepasst. Sieht sich da jetzt aber immer noch Andrade gegenüber. Aber sieht dort, dass Schumi auf der linken Seite da ist. Der hat da noch 2 Mann gegen sich. Und jetzt versucht das mal, aber scheitert dort am Abwehrspieler. Dann ist es Rossipal, der den Ball in die Mitte bringt. Svante Ingelsson versucht es dann selber, nachdem er den Ball so halbwegs unter Kontrolle bekommen hat, direkt aufs Tor zu schießen. Schade, vorher gut aufgepasst von Prüger, der nicht abgeschaltet hatte in der Situation, als der Ball dort von den Linzern zu weit nach hinten geschlagen wurde. Und jetzt
wird Kai Pröger dort noch korrigiert, dass er da 5 Zentimeter von der Strafraumgrenze wegzugehen hat und nicht auf der Linie zu stehen hat bei diesem Abstoß, der schon kurz ausgeführt wurde, schon wieder zum Torhüter zurückgespielt wurde. Er hat erstmal dann nicht viele Möglichkeiten, spielt kurz, dann der langgeschlagene Ball und dann ist es Uso, der den Ball zurücklegt und selber wieder in das Laufduell mit Ruschke geschickt wird und das aber nicht gewinnen kann. Van der Werf wird jetzt unter Druck gesetzt und dann hat er auch ein kleines bisschen Glück gehabt, dass er für diesen minimalen Schubser, der ihn dann aber dann doch komplett außer Bahn geworfen hat, nämlich dass die Hände auf den Boden ging, dort einen Freistoß zugesprochen bekommt. Das ist dann Markus Kolke, der diese Aufgabe übernimmt, aber so eine richtige Anspielstation nicht findet, deswegen sich ins Tor zurückzieht und Bachmann diesen Freistoß überlässt, um selber dann angespielt zu werden. Das Spiel verlagert auf die linke Seite, auf Ruschke, der versucht den Ball weit zu schlagen, gelingt aber nicht, landet im Aus, fast auf Höhe der Mittellinie. Es gibt Einwurf für den Linzer ASK. Es sind jetzt 39 Minuten gleich gespielt, 0:0 nach wie vor in diesem zweiten Testspiel des FC Hansa gegen den Linzer ASK. Da gibt es ja die Anweisung hier, geh Schumi. Also er wird schon auch aufgefordert, vorn drauf zu gehen. Kann man auch schon vorstellen, ja, jetzt Abseitsposition, dass es den ein oder anderen Wechsel in der Halbzeitpause geben wird. Vielleicht nicht komplett, so wie gegen Dortmund, wo bis auf Nils Körber, der am Tor geblieben ist, wirklich alle 10 Feldspieler zur Pause ausgetauscht wurden auf Seiten des FC Hansa. Das wird wahrscheinlich jetzt nicht der Fall sein, aber vielleicht wird es Mehrsatz in den Begovic doch so machen. Das werden wir sehen dann gleich in der zweiten Hälfte nachher. Jetzt sind es noch ein bisschen mehr als 5 Minuten, die in diesem ersten Durchgang zu spielen sind. Oh ja, Markus Kolke spielt da kurz Vasiliades an. Der legt den Ball zurück und dann versuchen sie dort Schumi zu finden. Der kam aber im zweiten Anlauf an den Ball. Und jetzt viel Platz auf der rechten Seite für Christian Kinsombi. Der hat dann nur noch Maxi gegen sich und den Strafraum und den Torhüter. Versucht es jetzt im 1 gegen 1, geht vorbei, bringt den Ball in die Mitte, aber dann... Der letzte Askar-Ziereis, das war völlig überflüssig, den Ball so ins Aus zu knolzen. Er hat da weder einen Gegenspieler gehabt, noch große Torgefahr hätte dieser Ball dort verursachen können. Da hat er mehrere Optionen gehabt, den flach zu spielen, vielleicht sogar anzunehmen. Stattdessen mit ein bisschen Feuer dann über die Auslinie gejagt. Einwurf für Hansa, der schon ausgeführt wurde von Jannis Lang. Gibt einen weiteren Einwurf, es geht immer weiter Richtung Eckfahne. Vielleicht spekulieren sie ja darauf, dass sie sich noch einen Eckball erarbeiten können in dieser ersten Hälfte. Bislang gab es nur einen für Hansa. Da ist noch ein bisschen Nachholbedarf. Einwurf ausgeführt und kaum spreche ich es aus. Vasiliades schießt Maxi an. Gibt es den zweiten Eckball für Hansa in dieser ersten Halbzeit dieses Testspiels. Untermalt das Ganze durch rhythmisches Klatschen von den Rängen. Es gibt hier eine Tribüne, auf der wir uns jetzt auch befinden, sowohl mit der Kameratechnik als auch mit der Übertragungstechnik. Dass ihr mich hören könnt, quasi stehe ich mitten in den Fans, um dieses Spiel zu kommentieren. Deswegen kann man es halt auch an einigen Stellen ganz gut hören. Von der rechten Seite mit dem linken Fuß geschlagen von Rossi Pahl und dann Van der Werf in der Mitte. Ist fast zur Stelle, gelingt nicht ganz. Schumacher bringt den Ball nochmal in den Strafraum hinein, dann setzt Ruschke nach, wird ein bisschen geschoben und geschubst, versucht sich dort gegen Andrade durchzusetzen, aber sorgt zumindest dafür, dass dann sein Innenverteidiger-Kollege Van der Werf, der auch mit vorn geblieben ist, ihm dann unterstützend zur Seite stehen kann und der Ball in den Hansa rein bleibt. Oh, dann Pröger mit dem Versuch des Flankenwechsels auf Rossi Pahl, das war ein bisschen vogelwild eben das Ganze. Und jetzt tauchen sie vor Kolke auf und der lenkt den Ball mit dem Fuß am Pfosten vorbei. Das war die dickste Gelegenheit in dieser ersten Halbzeit. Da haben sie es dann ganz schnell gemacht, die Österreicher. Dort in dieser 42. Minute und dann mit dem Fuß ist es Markus Kolke gegen den Mann mit der 10, den Kapitän Robert Zuli. 4. Eckball für den Linzer ASK. Der kommt
in die Mitte, Kopfball in Richtung Markus Kolke, aber dann ganz sichere Beute, dieser Ball für unseren Krake, der da im Tor des FC Hansa Rostock heute steht, Markus Kolke, keine Probleme, diesen Ball sicher zu fangen. Hansa spielt es dann flach hinten raus, Janis Lang wird dort attackiert vom aufgerückten Außenspieler von Bello, der dort dann nur noch den Ball ins Ausschlagen kann und deswegen gibt es den Einwurf für die Linzer. Kurz ausgeführt, kann man auch mal rüber falschen Einwurf diskutieren, aber gut, wollen wir nicht päpstlicher als der Papst sein. Ziereis ist es jetzt, der dort den Ball auf Seiten des Linzer ASK kurz vor der Mittellinie hat, wird erstmal nicht angegriffen, spielt kurz, wird dann auch von Andrade wieder ins Spiel gebracht. Jetzt versucht das wieder kurz, guckt immer mal wieder nach vorn, wo er den Ball wohl direkt in den Lauf eines der beiden Außenspieler schlagen kann, aber das gelingt erstmal so nicht. Dann ist es der Torhüter, der den Ball nach vorn schlägt und dann setzt sich dort Lubicic mit unfairen Mitteln gegen Van der Werf durch und deswegen gibt es Freistoß, nachdem der Schweizer mit niederländischen Wurzeln dort am Kopf getroffen wurde. Jetzt ist es Van der Werf, der den Ball wieder hat und nach links hinausträgt auf Rossipal und dann ist es Kinzombi, der dort Ziereis ziemlich alt aussehen lässt, bis an die Grundlinie runtergeht, aber der Ball, der in die Mitte zurückgespielt wird, der ist dann leider nicht mehr ganz so gut, kann relativ problemlos von Jovicic geklärt werden. Da hatte er sich vorher durch eine schöne Körpertäuschung gegen den doch deutlich, was die körperlichen Voraussetzungen überlegenen Ziereis durchgesetzt und auch ein bisschen seine Schnelligkeit ausgespielt und ist bis fast an die Grundlinie durchgegangen, aber der Pass zurück war dann zu ungenau. Hansa mit dem Einwurf und mit dem Ballbesitz mit Janis Lang, der dort erstmal keine andere Option hat, als zurück auf Markus Kolke zu spielen, der den Ball dann weit in die Hälfte hineinschlägt, der Linzer. Da versucht Zwante, sagen wir mal so ein bisschen alibimäßig noch irgendwie an den Ball zu kommen. War aber klar, dass er nicht rankommen kann. Jetzt geht es wieder über die linke Seite schnell. Über Lubicic, der dort versucht, in die Mitte zu flanken. Van der Werf ist zur Stelle, kann erst einmal klären und geht dort dann nochmal ran, um den Ball nach vorn zu klären. Es gibt 2 Minuten Nachspielzeit. Ja, das war so ungefähr die Zeit, die dort vorhin der Platz ein bisschen im Nebel verschwunden ist, die da jetzt oben drauf gepackt wird. Es gibt tatsächlich einen vierten Offiziellen hier bei diesem Freundschaftsspiel, der sich dort mit dem Schiedsrichter dann auch ausgetauscht hat. 5. Eckball für den Linzer ASK. Wird wahrscheinlich wieder eine lange Variante, also in den Strafraum hineingeschlagen. Und dann schauen wir mal, wie viel Druck dahinter am Ball ist und dann geht Vasiliades auf Nummer sicher, klärt diesen Ball mit dem Knie und es gibt gleich auf der anderen Seite den nächsten Eckball für den Linzer ASK. Das halbe Dutzend ist voll, ist der 6. Eckball für das Team aus Österreich. So, da kommt der Ball kurz gespielt auf Usor. Der wird dann attackiert von Kinzombi und dann ist Schumacher mit dem Kopf zur Stelle und dann ist Pröger vor seinem Gegenspieler am Ball, versucht dort Kinzombi zu finden und dann schlägt Bello den Ball dort über den Zaun. Ich glaube, er geht dann gegen einen Baum und springt wieder zurück. Also Einwurf für Hansa unterhalb der kleine Anzeigetafel, die schon 45 Minuten jetzt angezeigt hat. Die Nachspielzeit läuft also in dieser Begegnung, aber es gibt nochmal eine Gelegenheit für Kai Pröger, der den Ball auf die linke Seite rausspielt, auf Ingelsson, der bringt den Ball wieder in die Mitte und dann ist Pröger da, aber trifft den nicht ganz. So ein bisschen mit der Außenseite und Kinzombi ist erst einmal da, kann den Ball aber nicht verarbeiten, aber dann setzt Hansa nochmal nach mit Yannick Bachmann, der dort versucht, noch ein bisschen Torgefahr zu verursachen, was aber nicht gelingt. Und damit ist das der Halbzeitpfiff. Unter dem Applaus der rund 150, 200 Hansa-Fans, die hier sind, geht es dann für beide Mannschaften in die Kabine. Knappe Viertelstunde jetzt Pause. Wir hören uns dann gleich zur zweiten Hälfte. Macht's gut, bis gleich.
Zeiterfassung und Nachweisführung muss nicht kompliziert sein. Das Trainingslager des FC Hansa Rostock wird präsentiert von Timescan. Timescan ist eine Marke der Soft Clean GmbH. Dieses Gefühl, wenn du deinen nächsten Kurzurlaub gebucht hast. Die besten Ideen auf kurzurlaub.de. 2 bis 5 Tage frei. Und die Wellen schlagen hoch. Der Kuddel steigt vom Kudder und holt seine Buddel noch. Mein Herzig schließt ihr Fischgeschäft, sie ist montags wieder da. Sie treffen sich am Stadion zum Heimspiel von Hansa. Der FC Hansa kommt ins Spiel. Sind heut heiß und wollen viel. Und 30.000 sind dabei.
da bleibt kein Platz zum Stehen frei. Blau-Weiß sind unsere Farben, an der Küste hier. Ein Pfeifkonzert, ein Jubelschrei am Kiosk, noch ein Bier. Ein Hexenkessel brodelt wie Mailand und Madrid. Und daheim vom Hafen hat seine Trommel mit. Der FC Hansa stürmt zum Tor. Und alle brüllen. Da kommt die Flanke und ein Schuss. Die Mannschaft spielt aus einem Guss. Hansa kommt ins Spiel. Sie sind heute heiß und wollen viel. Und 30.000 sind dabei. Da bleibt kein Platz zum Stehen frei. Ein Eintritt für einen Hering und das Stadion immer voll. Jede Menge Tore für Hansa, das wär toll. Und Freundschaft mit den Gästefans, sie sind genau wie wir. Sie lieben ihren Club und trinken gerne mal ein Bier. Dem FC Hansa sind wir treu. An jedem Spieltag neu. Mit viel Spaß und nie allein. So soll es für immer sein. Dem FC Hansa sind wir treu. An jedem Spieltag neu. Mit viel Spaß und nie allein. So soll es für immer sein. Dem FC Hansa sind wir treu. An jedem Spieltag neu. Mit viel Spaß und nie allein. So soll es für immer sein. Hallo, Fans, es ist so
oh hey. Wie der Wind aufweht, wie die Düne umgeht, unsere Kogge liegt gut in der See. F, F, FC Hansa, oh hey. An der baltischen Küste, da bist du zu Haus. Den Männern des Landes hältst du es nicht aus. Der Strand an der Ostsee, das ist dein Revier. Dein Segelboot trägt dich ab in Stärke 4. Doch zweimal im Monat, da zieht es dich fort. Da gehst du in Zügen und Bussen an Bord. Mit Hansa geht's aus, fährst du, bist immer dabei. Mit den Jungs und im Korn, da fühlst du dich frei. Hansa Rostock, hier und dort. Mit Hansa Rostock ziehen wir fort. Hansa Rostock, here and there. Hansa Rostock. Zeiterfassung und Nachweisführung muss nicht kompliziert sein. Das Trainingslager des FC Hansa Rostock wird präsentiert von Timescan. Timescan ist eine Marke der Soft Clean GmbH. So, und damit sind wir zurück hier in Belek. Gleich geht's weiter mit der zweiten Hälfte des Spiels unseres FC Hansa Rostock hier im Vorbereitungscamp gegen den Linzer ASK aus Österreich. Man sieht, dass die Mannschaft des Linzer ASK schon auf dem Platz ist, während unsere Mannschaft hier auf der rechten Seite, genau, Kamera schwenkt nochmal rüber, nochmal eingeschworen wird von Mersat Selimbegovic, dem neuen Hansa-Trainer, der jetzt erst im Prinzip seit dem 2.1. das Ruder in der Hand hält, also ein bisschen mehr als eine Woche da ist, zwei Tage in Rostock trainiert hat und dann ist ja schon das Trainingslager hier losgegangen und es gibt quasi einen Neunfachwechsel auf Seiten des FC Hansa. Wie angekündigt, Markus Kolke wird im Tor bleiben und ansonsten noch Kevin Schumacher, der in der Begegnung bleibt, ansonsten 9 neue Feldspieler beim FC Hansa auf dem Feld. Zähl mal durch, 2, 4, 6, 8, 9, 10. Einer fehlt noch, denn das Dressel ist, glaube ich, gerade noch mal verschneit. Da ist er auf dem Platz wieder. Damian Rosbach fehlt noch, holt wahrscheinlich den Helm, denn bei der Erwärmung eben zu dieser zweiten Halbzeit hatte er den noch nicht dabei. Und da kommt er jetzt auch ins Bild so langsam mit dem Helm noch in der Hand, aber gleich wird er ihn dann auch aufsetzen und dann geht's auch los, denn auch das Schiedsrichtertrio ist jetzt in diesem Moment hier zurückgekehrt. Ja, das heißt also, jetzt in dieser zweiten Halbzeit werden Damian Rosbach und Olli Hüsing die Innenverteidigung bilden. Schumi geht auf die linke Außenverteidigerseite und Nico Neithardt auf die rechte Außenverteidigerseite. Die Doppelsechs bilden Simon Rein und Dennis Dressel auf der Außenbahn, auf der linken Seite Sabri Singh, auf der rechten Seite dann Nils Fröhling und das Angriffsduo heißt dann Juan Perea und Sammy Güler. Sammy Güler, der ja sich im ersten Spiel gegen Borussia Dortmund mit 2 Toren in dieser zweiten Hälfte beim 3:1-Sieg doch dann nachhaltig ins Gespräch gebracht hat, vielleicht dann auch in der Rückrunde in der zweiten Liga. Er hat ja bisher noch nicht so viele Einsatzminuten sammeln können, leider nochmal ins Gespräch zu bringen. Und das macht man natürlich gerade als Stürmer am besten mit Toren. Die Begegnung läuft wieder hier in Belek, direkt an der Mittelmeerküste in der Türkei gelegen. Und
Viele Mannschaften nutzen die Gelegenheit hier in der Winterpause, sich bei relativ guten Bedingungen, zumindest was die Temperaturen angeht, dann auf die Rückrunde vorzubereiten. Allein in dem Hotel, in dem der FC Hansa untergebracht ist, waren mehrere Mannschaften, Rapid Bukarest aus Rumänien beispielsweise, ein türkischer Dritt-, ein türkischer Zweitligist, mehrere Mannschaften sind also hier untergebracht gewesen. Da muss man ein bisschen gucken, dann, dass auch dann immer alles klappt, aber gibt große Räumlichkeiten beispielsweise zum Essen, dass da dann auch alle Mannschaften zeitgleich dabei sein können und dass man dann beispielsweise den Spa-Bereich oder auch den Sportbereich dann nutzen kann. Aber das hat bisher alles wirklich gut geklappt, das muss man sagen, die Organisatoren hier vor Ort haben sich da bisher sehr große Mühe gegeben und dass es ein bisschen regnet, da können natürlich dann die allerwenigsten was dafür, aber man hat das Beste aus den Möglichkeiten gemacht. Man konnte alle Einheiten, die man auf dem Platz durchführen wollte, auch so durchziehen bis auf heute Morgen. Da hat man sich dann kurzfristig auf Seiten des FC Hansa entschieden, die kurze Trainingseinheit, die noch für heute Morgen, das berühmte Anschwitzen, auch vor der Begegnung dann doch nach innen zu verlegen und hat da dann nochmal eine kleine Krafteinheit dann eingelegt. War relativ kurz und knackig, aber dafür intensiv und sogar mit ein bisschen Spaßfaktor. Seht ihr alles dann heute Abend in der Tageszusammenfassung zum heutigen Tag, wenn wir euch dann die Highlights des Spiels und auch die Interviews zum Spiel dann auf unserem Hansa TV YouTube-Kanal präsentieren. Jetzt der Linzer SK mit dem Ball nach vorn. Auch da gab es mehrere Wechsel. Verzeiht mir, wenn ich da jetzt nicht alle so ganz genau drauf habe, aber ich habe zumindest eine Liste hier liegen mit allen Rückennummern und Namen, sodass wir da ein bisschen was dazu sagen können. Aber so ein paar neue Spieler sind mit dabei. Aber der in der ersten Halbzeit mitgespielt hatte, zum Beispiel mit der Nummer 4 Maxi und da auf der linken Abwehrseite gespielt hat, ist jetzt auf die 6 gegangen. Also da gibt es dann auch so ein paar taktische Varianten, die dort sicherlich auch genutzt werden. Genau dazu sind ja Trainingslager wie dieses hier in Belek dann auch gut. Und auch Moussa Kone zum Beispiel, den kennt man noch aus Zeiten bei Dynamo Dresden zum Beispiel, der jetzt in Linz spielt, ist jetzt in die Begegnung gekommen in dieser zweiten Hälfte. Juan Perea hat es da mal versucht, den Ball in den eigenen Reihen zu halten, gelingt dann aber nicht ganz. Und er ist sogar, wenn ich das richtig gesehen habe, jetzt in einem Zaun verschwunden. Gibt also Einwurf für Hansa, ist schon ausgeführt. Kolke findet erstmal keine Anspielstation. Sieht so ein bisschen so aus, als ob er einen Abstoß ausführt, weil der Ball genau auf der 5-Meter-Raumlinie lag. Aber dann kurz gespielt auf Olli Hüsing. Der nimmt Dennis Dressel mit. Der wird von mehreren Leuten gleich attackiert. Und dann ist es Kolke, der den Ball hier zu Schumi spielt. Und der bringt den Ball schön in den Lauf von Güler. Aber leider kann der den Ball nicht noch mit der Fußspitze erreichen. Wenn er ihn hätte einfach nur ein Stückchen weiter spitzeln können, dann wäre er vielleicht an Lubitsch vorbeigehen können oder zumindest mal das Laufduell annehmen können, aber hat leider nicht ganz geklappt. Jetzt die Linzer mit dem, was Hansa in der ersten Halbzeit hin und wieder gemacht hat, nämlich früh angreifen, aber das eröffnet auch Räume zum Kontern durch Singh. Der Ball in die Mitte gespielt auf Güler und auf Perea. Perea hat die Riesenchance und der Ball trudelt ins Tor. Wir sind genau 4 Minuten gespielt. Und mit der ersten echten Gelegenheit geht der FC Hansa, auch wenn es ein bisschen am Ende an Fahrt oder er der Ball ein bisschen an Fahrt verloren hat, trudelt er noch über die Linie. Juan Perea mit dem 1:0 in der 49. Minute. Ja, so ein Auftakt nach Maß in diese zweite Halbzeit und für diese neu formierte Elf, in dem Fall die 9 neuen Spieler plus Schumi und Markus Kolke. Da haben sie sich also schon gleich mit der ersten richtig guten Offensivaktion belohnt. Sowohl Perea als auch Güler waren da in Position gegangen. Singh hatte das gut angezeigt, dass er da auf der linken Seite viel Platz hatte. Das war dann von Simon Rein auch sehr gut gesehen, der dort diesen Pass dann gespielt hat. Singh noch ein paar Meter gemacht, den Ball in die Mitte gespielt und dann waren sowohl Güler als auch Perea frei. Und der Kolumbianer wird ihm gut tun, mal wieder ein Tor zu erzielen, nachdem er diesen Auftakt nach Maß hatte für den FC Hansa, als er in Elversberg in der doppelten Unterzahl, und jetzt brandet der Jubel auf,
ein Hansa-Fan den Ball gefangen hat, den Schumi da in Richtung Tribüne geschossen hatte. Als er ja in Elversberg dort mit 2 Toren in der Nachspielzeit noch dafür sorgte, dass Hansa 3 Punkte eingesammelt hat. Damals das Spiel in Saarbrücken, das Stadion in Elversberg war zu dem Zeitpunkt noch nicht fertiggestellt. Und dann auch im Heimspiel gegen Osnabrück noch einen nachgelegt hat mit 3 Toren dann innerhalb von wenigen Spielen da auf sich aufmerksam gemacht hat und dann aber so ein bisschen Ladehemmung an den Tag gelegt hat. Aber wollen wir hoffen, dass in der 2. Halbserie dann Juan Perea da an diese Leistung in den 1. Spielen wieder anknüpfen kann. Zumal ja mit Junior Brumado, der jetzt zuletzt vor der Winterpause so richtig gut reingefunden hat und aktuell mit 4 Toren ja die Torschützenliste des FC Hansa anführt. Jetzt müssen wir aber erstmal aufpassen auf der linken Seite, denn dort auf der rechten Seite haben sich die Linzer dort durchspielen können, nachdem Rossi den Ball nicht so richtig klären konnte. Und am Ende wird der Ball über die Grundlinie gebracht und es gibt Eckball für den Linzer ASK. Es ist der 7. für die, ja, wie gesagt, auf dem Spielberichtsbogen stehen sie als Gäste aus Linz, aus Österreich, die diesen Ball jetzt von der linken Seite reinschlagen werden. Kommt dort in die Mitte, Oliver Hüsing ist zur Stelle und kann erst einmal den Ball klären und dann geht er über die Auslinie. Es gibt Einwurf für die Linzer, die das also vorziehen, anstatt den Ball, das wäre möglich gewesen, dort im Spiel zu halten. Da wird noch ein bisschen diskutiert, wie die Leute sich dann wohl zu stellen haben. Dann ist es aber am Ende Rosbach, der dort mit dem behelmten Kopf erstmal klären kann. Dann schippen sie den Ball zurück in den Strafraum und dann ist es Kolk, der den Ball runterpflücken kann. Und Sabrezing ist es wieder, der dort geschickt wird. Diesmal aber auf der rechten Seite, aber keine Anschlussstation. Entschuldigt sich auch sogar bei den Spielern, die mitgelaufen sind. Denn Perea und Güler waren schon wieder in Position gelaufen. Aber Singh konnte den Ball dort nicht wie geplant mit dem rechten Fuß in die Mitte spielen. Deswegen ging es wieder zurück und Hansa hat den Ball in den eigenen Reihen. Ja, um die Geschichte von Brumado noch zu Ende zu erzählen. Ja, sehr, sehr unglücklich dort im Heimspiel gegen Schalke 04. Dort die rote Karte kassiert und mit einer Sperre von 4 Spielen belegt. Eine sehr, sehr harte Strafe, die er dort kassiert hat, der Brasilianer. Ein Spiel in Paderborn hat er ja schon abgesessen. 3 weitere folgen noch. Es gibt noch in der kommenden Woche einen Einspruch beim DFB. Vielleicht ist da noch eine Verringerung der Strafe, was wir uns alle wünschen und erhoffen dann drin, dass es dann vielleicht nur 3 Spiele, vielleicht sogar nur 2, werden mal schauen, was da noch möglich ist. Allerdings Junior Brumado aktuell erst auf dem Weg zurück nach Rostock. Er ist unfreiwillig in Brasilien noch gewesen, musste dort noch bleiben, weil er sich dort eine Virusinfektion eingehandelt hatte, die sogar einen Krankenhausaufenthalt nötig gemacht hatte. Allerdings hat er inzwischen das Krankenhaus verlassen und ist auf dem Weg nach Deutschland und soll dann, wenn die Mannschaft morgen auch in Lage wieder landet und zurück ins Ostseestadion fährt, soll dann tatsächlich auch wieder bei der Mannschaft sein. Ob allerdings schon Training möglich ist, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Da muss sich die medizinische Abteilung dann erst einmal einen genauen Überblick verschaffen, wie es Junior Brumado dann tatsächlich auch geht, wie er die Reisestrapazen, ist ja nun nicht gerade um die Ecke aus Brasilien, nach Rostock zurückzukehren, wie er diese dann weggesteckt hat, auch in Zusammenhang mit seiner Verletzung, mit dieser Erkrankung, die er sich dort eingehandelt hat. Über die Mitte geht's mit Juan Perea, der den Ball jetzt erst einmal wieder zurückspielen muss und die beiden Innenverteidiger, Olli Hüsing und Damian Rosbach, haben den Ball jetzt erst einmal in den eigenen Reihen halten können, werden jetzt auch früh angelaufen von den Linzer Angreifern, aber sie können sich den Ball gut erst einmal zurechtlegen, nehmen Markus Kolke mit, der dort ein bisschen Tempo aus dem Spiel rausnimmt und dafür sorgt, dass der Ball jetzt allerdings über die Außenlinie geht und es gibt einen Einwurf für den Linzer ASK. Ich versuche mal nicht, euch vor der Linse rumzuhüpfen und wenn der Ball auf die linke Seite geht, versuche auch mal so ein bisschen rüber zu gucken. Das Spiel wird von mir im Stehen moderiert, ansonsten habe ich keine Chance, hier das gesamte Spielfeld zu sehen. Und wenn ich dann mich ein bisschen vorbeuge, um zu gucken, kann es sein, dass ich ein bisschen davor rumhüpfe. Von daher versuche ich da ein bisschen drauf zu achten und bitte da dann auch dementsprechend um Entschuldigung. Jetzt aber ein bisschen aufpassen, der Ball da sehr gefährlich gespielt auf Dennis Dressel, der aber da mit einer kleinen Grätsche da erstmal dafür sorgen kann, dass sein Gegenspieler nicht an den Ball kommt und Hansa in Ballbesitz bleibt. Jetzt in dieser 2. Halbzeit sitzt so
ganz genau 10 Minuten gespielt. Also es läuft die jetzt 56. Minute und Hansa führt mit 1:0 durch den frühen Treffer von Juan Perea aus der ersten Halbzeit. Sabri Zing ist es, der den Ball dort jetzt versucht, auf Nils Fröhling zu bringen, aber das gelingt nicht. Fleckinger ist am Ball und dann ist es Kone, der sich da gegen Olli Hüsing durchsetzen kann. Dann versucht Dressel festzuhalten, was dann auch tatsächlich geahndet wird. Und deswegen gibt es Freistoß für den Linzer ASK, allerdings eine relativ große Entfernung zum Tor. Das sind ja dann doch bestimmt 26, 27 Meter bis zum gegnerischen Tor, also bis zum vom Markus Kolke gehüteten Tor. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand versuchen wird, dort direkt drauf zu zimmern. Allerdings bin ich dann auch gern ein bisschen ehrlich an der Stelle. Ein ganz großer Intimkenner der Freistoßqualitäten des Linzer ASK bin ich jetzt nun auch nicht. Deswegen lassen wir uns überraschen, was passieren wird, ob es eine direkte Variante gibt oder ob der Ball in den Strafraum gebracht werden soll. Dreimannmauer. Güler, Dressel und Neidhardt stehen dort. Ansonsten alles noch vor der Strafraumgrenze. Tatsächlich ein direkter Versuch, aber der Ball geht deutlich am Tor vorbei. Markus Kolke muss bei diesem Versuch dort gar nicht eingreifen. Der Mann mit der 29, Florian Flecker war es, der dort versucht hatte, für Torgefahr zu sorgen, ist aber nicht gelungen. Kolke mit dem Langschlag in Richtung Perea. Der gewinnt zwar das Kopfballduell, aber es wird abseits gepfiffen. Und deswegen gibt es den Freistoß für die Mannschaft aus Linz. Noch in der eigenen Hälfte. Perea kann nicht so ganz nachvollziehen, dass es dort diesen Pfiff gab. Für seine Begriffe war er nicht im Abseits, aber wollen wir uns jetzt nicht drüber streiten. Jetzt Güler ist da zur Stelle und versucht dort zu attackieren, weil dem einen Gegenspieler dort der Ball ein bisschen versprungen ist und hat er einen Tritt auf den Fuß oder auf den Knöchel bekommen. Aber genau das sind die Situationen, auf die ein Sammy Güler auch ein Stück lauert. Wenn dann genau sowas passiert, wie jetzt eben gerade, dass dem Gegenspieler der Ball so ein bisschen vom Fuß verspringt, da will er dann sofort zur Stelle sein. Hat er gut versucht, sieht leider ein bisschen leicht verletzt, aber nicht so, dass das jetzt zu einer größeren Beeinträchtigung führen sollte. Flecker ist es jetzt auf der rechten Seite, nachdem dort das Spielgeschehen gut verlagert worden ist vom Linzer ASK, aber kann dann mit dem Ball nicht viel anfangen. Da ist nur Markus Kolke und der Hansa-Kapitän hat keine Mühen, den Ball dort unter Kontrolle zu bringen. Wirft dort Simon Rein an, der dort den Ball dann aber wieder zurückspielt und dann ist es Dressel, der nach einem Anspiel dann zu scharf in Richtung Kevin Schumacher, der sich eher nach vorn orientiert hatte, dann spielt und der Ball landet im Aus. Es gibt Einwurf für den Linzer ASK. Schon ausgeführt, Flecker ist es, dann dort Fröhling und Schumacher, die versuchen da was zu klären, dann wird handmoniert, geht aber weiter. Dann noch eine Menge Spieler jetzt, dann versuchen sie es im Strafraum, spielen sich den Ball ein paar Mal zu, dann ist erst einmal ein Abwehrbein dazwischen und Güler legt den Ball zurück auf Neidhardt und der befreit sich mit einem weiten Schlag und kann tatsächlich sogar Perea fast finden und der setzt nochmal nach, der Kolumbianer. Wird angeschossen, gibt Einwurf für den Linzer ASK. Der Mann mit der 25, Sanusiba, ist derjenige, der dort den Einwurf zugesprochen bekommt. Genau auf Höhe der Mittellinie ist der Ball jetzt in die Begegnung gebracht worden. Die neu formierte Hintermannschaft des Linzer ASK spielt den Ball jetzt einmal komplett von links nach rechts und dann auf dem Weg nach vorn verlieren sie ihn. Güler ist es, der den Ball jetzt nochmal schön verteilt auf Sabri Zing. Der sieht sich dort Bach gegenüber, behauptet sich dort der Neuseeländer, kann dort aber nur den Ball zurück auf Simon Rein spielen, bekommt ihn dann aber wieder von ihm zurück. Dann ist es Dressel, der den Ball bekommt, Rosbach zurück zu Simon Rein, der dort zwischen Oliver Hüsing und Rosbach sich jetzt hat fallen lassen.
Rosbach jetzt auf die linke Seite nach außen gegangen, hat aber erstmal keine andere Anspielmöglichkeit, als wieder zurückzuspielen auf Simon Rein. Und der spielt den Ball lang in den Lauf von Nils Frölling, der schneller als sein Gegenspieler, geht bis zur Grundlinie durch, nimmt aber nochmal dann den Weg nach außen und versucht dort Schumi mitzunehmen. Gelingt auch, allerdings ist jetzt ein bisschen Fahrt raus und jetzt geht der Ball über die Mitte, über Simon Rein, aber der muss den Weg nach hinten wieder antreten, über Oliver Hüsing, und Olli Hüsing nimmt dann die ganz, ganz sichere Variante und spielt auf Markus Kolke. Hansa muss einmal wieder komplett neu aufbauen. Genau eine Stunde ist um hier in Bielek. Zweites und damit letztes Testspiel im Trainingslager des FC Hansa Rostock für unsere Mannschaft. Sie führt durch den Treffer zu Beginn der zweiten Halbzeit von Juan Perea mit 1:0. Und eben jener Juan Perea holt jetzt einen Freistoß auf der rechten Seite raus, der dort durch ein kleines Foulspiel entstanden ist. Und Hansa bekommt jetzt die Möglichkeit, dort mit einem ruhenden Ball wieder für Torgefahr sorgen zu können. Aber sie ziehen es erstmal vor, den Ball hinten rum zu spielen. Simon Rein nimmt jetzt Rosbach mit, der spielt zurück auf Oliver Hüsing. Und Markus Kolke wird wieder mitgenommen, der ein bisschen dirigiert und dann aber auf Rosbach spielt. Der wiederum nimmt Nils Frölling mit, der spielt den Ball nach vorn auf Dennis Dressel. Der behält den Ball im Spiel. Ach, der war, glaube ich, nicht im Aus und wenn, dann nicht im vollen Umfang. Ansonsten wäre das eine schöne Nummer geworden für Juan Perea. Gut gesehen von Dennis Dressel oder zumindest spekuliert, dass er sich dort vielleicht vorne in der Mitte befinden könnte. Und für meine Begriffe war das ja eigentlich eine Möglichkeit, den Ball weiter im Spiel zu belassen. Jetzt kommen zwei neue Spieler bei Linzer ASK und das sind Patrick Peric und Janis Eisschill, zwei sehr junge Spieler. Wir haben vorhin gesehen, die saßen so ein bisschen abseits, als sich die Mannschaft da für die erste Halbzeit bereit gemacht hatte. Ich würde schon eher behaupten, dass das Jungs vielleicht aus dem Nachwuchs sind, auch aufgrund der hohen Rückennummern mit 45 und 49. Aber auch das ist ja immer eine Möglichkeit für viele Vereine, dort dann immer jungen Talenten die Möglichkeit zu geben, sich zu präsentieren. Schumi, oh, will den Ball im Spiel halten und rutscht dabei weg und hält ihn auch tatsächlich im Spiel, aber der Linzer ASK bleibt im Hansa-Strafraum im Ballbesitz und dann wollte Schumi den Ball klären. Das gelingt ihm nicht so ganz richtig. Dann können die Linzer sich den Ball dort über die Nummer 30, das ist Sascha Horvath, auch der hat eine deutsche Vergangenheit, nämlich bei Dynamo Dresden, wenn ich mich recht erinnere, hat den Ball dort im Spiel halten können. Aber Hansa gut formiert, bis auf die beiden Stürmer, die da Güler und Juan Perea heißen, alle hinterm Ball, inzwischen auch die beiden hinterm Ball. Also gesamte Formation des FC Hansa befindet sich hinter dem Ball, um so gemeinschaftlich zu verteidigen. Jetzt spielen sie es direkt dort, die Linzer, und dann muss Dressel auf Nummer sicher gehen und den Ball zur Seite klären. Es gibt Einwurf auf der rechten Angriffsseite des Linzer ASK, fast auf Höhe der Eckfahne. Mehrsatz in dem Begovic steht hier an der Seite, gibt dort Anweisungen, dirigiert tatsächlich ein bisschen mit beiden Händen eben, um dort nochmal die Anweisung auch dann mit Handzeichen nachdrücklich nochmal zu unterstreichen. Aber das ist sogar von Erfolg gekrönt, weil die Linzer spielen den Ball jetzt in Abseitsposition und deswegen gibt es einen Freistoß für den FC Hansa. Ja, der Arm des Schiedsrichters ist nach wie vor oben als Zeichen dafür, dass es eine Abseitsposition war. Das ist ein kleines taktisches Spielchen hier von Rossi und Kolle, die dort den Ball nochmal sich zuwerfen und die Position des Abseits noch mal ein bisschen verlegen und ja, nimmt dann noch mal ein paar Sekunden von der Uhr. Der Markus Kolke, der Ball weit in die Hälfte hineingeschlagen. Dann ist es Perea, der im zweiten Anlauf den Ball erobern kann. Und dann wird von Simon Rein das Spielgerät auf die rechte Seite, auf Nico Neidhardt gespielt. Der findet Sabri Singh. Oh, das sah so aus, als ob er versuchen würde, die Seite zu wechseln. Aber sie spielen es kurz über Simon Rein und Rosbach. Dann ist es Schumacher, der dort dann Frölling findet. Frölling auf Güler. Güler so ein bisschen Probleme bei der Ballannahme. Und dann
steigt da dort Moussa Kone auf den Fuß und da gibt es dann den Freistoß. Und ja, Sammy Güler, da haben wir dann keine Fragen mehr, wie der sich mit dem Schiedsrichter unterhält. Das kann auf der Muttersprache des Schiedsrichters erscheinen passieren, denn Sammy Güler, ja, türkischstämmig, sowohl in Deutsch als auch in Türkisch quasi als Muttersprache unterwegs, hat er da überhaupt gar keine Probleme, dem Schiedsrichter nochmal zu sagen, was er von dem Pfiff gehalten hat. Hat er ja auch gesagt, dass er so ein bisschen als Dolmetscher agiert hat in den bisherigen Tagen, wenn dann doch mal was zu klären war. Hat er also eine Doppelfunktion sozusagen bisher in diesem Trainingslager zu erfüllen gehabt. Hat er sicherlich auch ganz gern gemacht, wenn er hier in der Heimat seiner Vorfahren im Trainingslager ist. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, denn der Linzer SK bringt über die linke Seite den Ball nach vorn und hat auf der rechten Seite viel Platz und Freiheiten, aber dann ist er wieder gut verschoben. Der neu eingewechselte Peric ist es jetzt, der am Ball ist und das Spielgeschehen auf die andere Seite verlagert und da fordern sie ein, dass da sich jemand entgegen bewegt und dann ist es Bar, den sie finden, der ist schon im Strafraum und dann fällt er und es gibt Elfmeter. Simon Rein kann es nicht fassen und ja, da ist der Kontakt sicherlich da gewesen und da gibt es nochmal die Diskussionen, ob es da wirklich einen Foul-Elfmeter gab oder nicht. Und dann wird Bar dort dann auch nochmal beglückwünscht von seinen Teamkollegen, dass er diesen Elfmeter rausgeholt hat. Nee, es war nicht Bar, sondern der Mann mit der 19, Lenny Pintor. Pintor war es also, der den Elfmeter rausgeholt hat. Und Markus Kolke, der ist nochmal dort im Gespräch mit dem Schiedsrichter, muss ihn nochmal kurz anhören, dass er auf der Linie stehen zu bleiben hat. Wollen wir schauen, ob er dort vielleicht Sieger bleiben kann bei diesem Elfmeter. Nee, bleibt er nicht. In der 67. Minute gleicht der Linzer ASK aus. Und wenn ich das richtig gesehen habe, war es der Mann mit der 27. Der das Tor gemacht hat? Ich glaube ja. Also, 67. Minute, Ausgleich 1:1 per Elfmeter. So, der Ball läuft wieder. Freistoß für die Linzer nach Foulspiel von Nils Fröhling. Der Linzer SK versucht jetzt über die rechte Seite mit einem langen Ball. Oliver Hüsing, der dort erst an den Ball kommt, ihn dann aber wieder verliert und dann aber mit einer guten Grätsche dafür sorgt, dass der Ball dann über die Auslinie geht. Es gibt Eckball für den Linzer SK. Da hatte Oliver Hüsing den Ball schon erobert und wollte ihn eigentlich behaupten und hat ihn dann doch verloren und deswegen musste er dann nochmal hinterher eilen und mit einem ganz, ganz langen Bein dann dafür sorgen, dass er den Ball dort noch über die Grundlinie buxiert. Eckball Nummer 8 kommt reingeflogen. Perea klärt erstmal. Dann ist es Singh, der den Ball in die Mitte schlägt. Und dann ist es der Torhüter, der dort weit aus seinem Kasten herausgeeilt ist und im Mittelkreis schon steht und versucht, dort eine Anspielstation zu finden. Findet er aber so erst einmal in dem Fall nur beim Spieler, der neben ihm steht. Und deswegen gibt es keinen langen Ball, den der Linzer SK dort nach vorn schlägt. Da verschätzt sich Nico Neithardt ein bisschen, aber dann zum Glück der Ball eigentlich über die Grundlinie. Ich dachte auch, ein Pfiff des Schiedsrichters gehört zu haben, da habe ich mich aber offensichtlich verhört. Der Ball bleibt im Spiel und kommt in die Mitte und dann ist aber Kolke da, kann ihn runterpflücken. Ja, jetzt muss Hansa mal versuchen, ein bisschen Ruhe wieder ins Spiel reinzubringen, da so ein, zwei Aktionen, die ein bisschen überflüssig sind, dort zu vermeiden, um dort den Gästen da nicht zu viel Oberwasser dann zu geben. Hier sind in dieser zweiten Halbzeit jetzt knapp 25 Minuten gespielt, also schon über die Hälfte der zweiten Halbzeit sind um. Wir sind in der 70. Spielminute.
Rosbach ist es, der den Ball dann per Kopf aus dem Strafraum herausbringt. Und Perea, der sich da gut durchsetzen kann, jetzt mit großen Schritten in Richtung Eckfahne geht, dort noch einen Gegenspieler vor sich hat, den auch austanzt, aber dann den Ball wieder zurücklegen muss auf Simon Rhein, der zurück auf Rosbach, und dann verlagern sie das Spiel auf die linke Seite, auf Schumacher. Der spielt kurz auf Sabri Singh, aber der hat da schon einen ganz schön langen Weg zurückzulegen, aber Schumacher ist mitgelaufen und dann klären die Linzer diesen Ball. Es gibt Eckball für den FC Hansa von der linken Seite. Sabri Singh bleibt gleich da stehen und wird diesen Ball hereinbringen. Ich werde mich mal ein bisschen zurücknehmen, wie er den Ball reinschlägt. Muss ich nicht unbedingt sehen, da wo er landet. Das ist für mich interessant, um euch das weiter schildern zu können. Schumi läuft kurz, jawohl, der ist im Strafraum, bringt den Ball dann in die Mitte rein und dann ist es Rosbach, der den Ball in die Arme genau des Torhüters köpft in dieser 71. Minute. Jetzt versucht Hansa wieder ein bisschen früher anzugreifen, so wie wir es in der ersten Halbzeit auch hin und wieder schon gesehen hatten. Aber da können sich die Linzer erst einmal befreien. Aber Ball landet dann am Ende bei Dressel, sodass der dann zurückspielen kann auf Rosbach. Und dann ist es Kolke, der den Ball zurück auf Schumi bringen kann. Der Mann, der hier als einziger Feldspieler heute mit hoher Wahrscheinlichkeit durchspielen wird. Denn noch mehr Spieler stehen jetzt erst einmal auch nicht zur Verfügung, da sich ja Lukas Scherf leider am Knie verletzt hat. Da müssen wir die nächsten Tage nochmal abwarten, was die nächsten Untersuchungen so bringen. Und er deswegen sowohl mit dem Training als auch logischerweise mit dem Spiel ein bisschen aussetzen muss. Ansonsten alle Spieler, die auch gesund angereist sind nach Bilek, heute hier im Einsatz. Zudem ja mit Patrick Strauß und Jonas David zwei Spieler angeschlagen, hergefahren, die hier untersucht wurden und auch erste Einheiten machen und von der medizinischen Abteilung betreut werden. Und wo ich es gerade sage, ob Schumi wohl hier 90 Minuten durchspielen wird, sehe ich, dass Felix Ruschke an der Seitenlinie steht und in die Begegnung gebracht wird. Schumi also nach 72 Minuten Einsatz hier auf dem Feld. Jetzt ausgewechselt worden, Felix Ruschke, der die erste Halbzeit komplett durchgespielt hat. Wieder zurück in der Begegnung und wird jetzt in dieser verbleibenden Zeit, ja, sind noch knapp 17, 18 Minuten, wenn hier nicht noch großartig was nachgespielt wird, dann weiter für den FC Hansa auflaufen und das Ganze dann auf der Linksverteidigerposition dann ausfüllen. Linz versucht es jetzt mit direktem Passspiel, aber dann können sie aufpassen dort. Oh, Kone schneller als Dennis Dressel, der dann aber wiederum den Ball dann erobern kann und zu Nico Neidhardt, der fast auf der Torlinie steht, zurückspielt. Und dann Neidhardt erstmal den Ball aus dem Strafraum rausbringt. Ruschke dann über die Außenlinie und Seitenauslinie. Und deswegen gibt es den Einwurf für den Linzer ASK. Kurz gespielt. Dann gibt es ein Foulspiel von Pinter, der gelegt wurde, der in Anführungsstrichen Übeltäter ist Damian Rosbach, der den Ball dort auch dann gleich nochmal 2-3 Meter mitnimmt. Sabri Singh ist es jetzt, der den Ball gleich dann den Linzern überlassen wird, um dort diesen Freistoß von der rechten Angriffsseite hineinbringen zu können. Große Vollversammlung rund um den Elfmeterpunkt. Dort im Hansa-Strafraum. Selbst Juan Perea ist jetzt bis auf die eigene Torlinie fast zurückgegangen, um dort mit zu verteidigen. Sie spielen den Ball kurz, dann bringen sie ihn doch in die Mitte. Kone ist es mit dem Kopfball und dann aus der zweiten Reihe der eingewechselte junge Mann, Herr Jannis Eisschill mit der 49, der es da mal dann aus der zweiten Reihe versucht hat, aber der Ball weder platziert noch besonders scharf, geht dann 2-3 Meter links am Kasten vorbei. Kurz gespielt, dieser Abstoß von Rosbach und Hüsing, und Neidhardt spielt den Ball dann aber in die Füße
eines Linzers und dann ist es am Ende, Neid hat selber den Ball über die Auslinie befördert. Es gibt Einwurf für den Linzer ASK. Ja, gibt es jetzt erstmal so keine Anspielstation im ersten Moment. Und da, oh, klar, falscher Einwurf. Wurde auch moniert von Dennis Dressel. Aber Hansa bleibt im Ballbesitz. Rosbach mit dem langen Schlag in Richtung Sabrit Singh. Aber der kann da nicht an den Ball kommen. Der Verteidiger, der da auf ihn zugestürmt ist, deutlich größer und auch früher am Ball. Klärt aber nur zum Einwurf für Hansa. Felix Ruschka hat den schon ausgeführt. Langer Ball jetzt auf Perea, der verlängert auch, hat versucht dort Nils Fröhling zu finden, gelingt nicht ganz. Jetzt ein paar Kopfballstaffetten hier und Fröhling jetzt doch am Ball, aber spielt die Hacke eines Gegenspielers an beim Versuch, Sammy Güler zu finden. Es gibt einen Wurf, Nico Neithardt auf Höhe der Mittellinie, bekommt den Ball von Simon Rein zurückgespielt, dann der hohe Ball zurückgespielt auf Olli Hüsing. Der nimmt aber den Torhüter nicht mit, sondern nimmt Simon Rein dort erst einmal in die Pflicht. Der spielt weiter raus auf Damian Rosbach. Der nimmt Felix Ruschke mit, der jetzt also vor wenigen Augenblicken in die Begegnung gekommen ist. Und jetzt gleich sofort die Gelegenheit genutzt von Mersat Selimbegovic, dass der Ruschi, Felix Ruschke, dort genau neben ihm steht, um ihm noch ein paar taktische Anweisungen mit auf den Weg zu geben. Sabrit Singh versucht Güler zu finden, gelingt nicht, aber kriegt den Ball dann im zweiten Anlauf zurück. Dressel jetzt, aber nimmt dort nicht erstmal Neithardt mit, sondern Olli Hüsing. Neuaufbau für Hansa. Neithardt versucht dort Fröhling zu finden, gelingt auch. Der dreht sich um die eigene Achse. Perea im Strafraum, gute Gelegenheit, bringt den Ball in die Mitte. Güler versucht dort abzuziehen, gelingt auch. Und dann, oh, Perea kommt aus dem Abseits, weil er sich dort außerhalb des Spielfeldes befunden hat. Und versucht dort den Torhüter zu überwinden. Der macht er auch schon mal im Schuss, der eigentlich gar nicht so besonders hart und platziert war von Güler. Nicht so eine ganz gute Figur. Aber Perea, der sich außerhalb des Spielfeldes befunden hat, stürmt dann wieder rein und versucht aus Nahdistanz den Treffer zu erzielen. Hätte natürlich nicht gezählt. Gibt logischerweise eine Abseitsposition für die Mannschaft vom Linzer ASK. Einen Freistoß. Der ist schon ausgeführt. Jetzt läuft der Torwart dort Güler an mit dem Ball am Fuß, kann ihn aber dann nach außen spielen und die Österreicher bleiben in Ballbesitz. Wieder der Torhüter der Österreicher, dann mal mit der Nummer 28, das ist Jörg Siebenhandel. Und die Linzer versuchen es jetzt über die linke Seite, aber gut aufgepasst von Olli Hüsing, der erst einmal dazwischen gehen kann, dass dort die Angriffsreihe der Österreicher erst einmal keine gefährliche Situation kreieren kann. Und dieser Ball in den Strafraum gespielt, zu lang, da kommt kein Linzer ran. Und Markus Kolke hat keine Probleme auf Höhe des Elfmeterpunkts, den Ball unter Kontrolle zu bekommen, hätte ja immer noch die Option, den Ball, so wie er es jetzt auch getan hat, in die Hand zu nehmen, um dort dann mehr damit anzufangen. Ruschke, Ball kurz gespielt auf Singh, der dort ein bisschen Schwierigkeiten hat, sich dann richtig zu behaupten, aber es gibt zumindest noch einen Einwurf für Hansa. Felix Ruschke spielt den Ball auf Dennis Dressel, dann weitergespielt zurück auf Ruschke und der mit dem langen Ball auf Güler, aber Güler kann sich dort gegen den relativ stabilen Felix Luckeneder nicht durchsetzen. Und es gibt jetzt einen Freistoß für die Österreicher, nachdem sich dort Sammy Güler nach Ansicht des Schiedsrichters mit unfairen Mitteln versucht hatte, durchzusetzen. Kurze Diskussion, aber geht schon weiter. Spielgerät schon auf der anderen Seite des Spielfeldes wieder. Mersat Selimbegovic, der neue Hansa-Trainer, gibt hier lautstarke Anweisungen, was zu tun ist. Mal schauen, was die Jungs jetzt damit anfangen können. Und jetzt muss aufpassen. Und jetzt versuchen sie wieder einen Elfmeter rauszuholen. Dort gegen Moussa Kone wird dieser aber nicht gepfiffen. Und Güler mit dem langen Ball auf Ruschke, der dort in großen Schritten Richtung Eckfahne geht und den Ball tatsächlich noch erobern kann. Legt ihn am Gegenspieler vorbei, ist im Strafraum, legt den Ball zurück, wird geblockt.
von Luckeneder. Aber tolle Aktion, gibt völlig verdient 10 Applaus für Felix Ruschke, der diesen ganz langen Weg als Linksverteidiger bis rüber zur linken Eckfahne gegangen ist und dann sogar mit einem kleinen Kabinettstückchen sein Gegenspieler hat aussteigen lassen. Und am Ende diesen Eckball. Es ist der 4. insgesamt der 2. in der 2. Halbzeit, der für Hansa zugesprochen wurde. Diesmal wieder ausgeführt mit dem linken Fuß von Sabri Singh, wird der Ball vom Tor weggebracht. Viele Spieler rund um den Elfmeterpunkt anzutreffen. Dennis Dressel sehe ich da, Olli Hüsing und auch Felix Ruschke. Der Ball ist zu lang. Ruschke eilt hinterher, kann ihn auch noch erlaufen und spielt ihn dann, um auf ganz Nummer sicher zu gehen, auf Markus Kolke zurück. Zumindest bleibt die Mannschaft somit in Ballbesitz. Der Ball jetzt weit geschlagen, wieder auf die andere Seite, zurück zu Sabri Singh. Aber der hatte da eigentlich einen anderen Laufweg sich selber zurechtgelegt. Und deswegen ist der Ball jetzt über die Außenlinie gegangen, weil er eben komplett an Singh ein bisschen vorbeigeflogen ist. Und jetzt der Schiri noch mal kurz in der Diskussion mit Damian Rosbach. Der hat wohl offensichtlich da einen Schlag auf den rechten Oberarm bekommen und hat ein bisschen Schmerzen, aber schüttelt sich einmal, wischt sich einmal übers Gesicht und deswegen gibt es dann keinen Freistoß oder sonstiges, sondern es geht mit dem Einwurf weiter und da moniert Sammy Güler zu Recht, dass der Spieler, der den Einwurf dort ausführen will mit der 22, das ist Philipp Stojkovic, ja, so gute 15 bis 20 Meter rausholen wollte, aber jetzt geht es mit diesem Einwurf weiter, da ist jetzt eine ordentliche Ansammlung an Spielern von beiden Mannschaften da in unmittelbarer Nähe dieses Einwurfes und deswegen erobert Hansa diesen Ball auch zurück und dann der Versuch von Dressel, Singh wieder zu finden, misslingt. Die letzten 10 Minuten laufen hier in diesem Testspiel 1:1 zwischen dem FC Hansa Rostock und dem Linzer ASK. Fröhling, der den Ball dort versuchte, Perea an den Lauf zu spielen, gelingt nicht. Da hatte die Hintermannschaft vom Linzer ASK gut aufgepasst und kann sich diesen Ball dann erst einmal zurückerobern und in den eigenen Reihen halten. Güler versucht jetzt nochmal, indem er anläuft zusammen mit Perea. Auch Fröhling schiebt dann nochmal ein bisschen nach. Singh auf der linken Seite versucht dort Pass- und Laufwege dicht zu machen. Und der lange Ball landet dann bei Ruschke. Der versucht Singh zu finden. Der legt zurück auf Dressel. Der kommt aber nicht am Ball. Und deswegen gibt es jetzt, nachdem Singh dort ein bisschen nachgehakt hat bei Going. Das ist ein schwieriger Name. Wie spricht man den gut aus? Der Mann mit der 29 steht hier so, mit der 27. Goiginga, Thomas Goiginga. Hoffentlich mögen es mir alle, die mit dem Linzer ASK etwas vertrauter sind als ich, verzeihen, wenn er dann doch anders ausgesprochen wird. Dann da schöner Pass von Simon Rein, aber ein bisschen zu steil für Juan Perea. Sah auch ein bisschen abseits verdächtig zumindest aus. Aber die Fahne blieb unten, aber auch wahrscheinlich aufgrund der Tatsache, dass dort Perea nicht an den Ball gekommen ist. Fröhling jetzt auf der rechten Seite findet Güler. Ach, sein Rückpass auf Simon Rein wird aber aufgenommen nur von einem Angreifer, und zwar von den Linzern, die den Ball zurück in die Mitte spielen können. Das war der Mann mit der 19, Pintor, der dort den Elfmeter auch vorhin rausgeholt hat. Aber dann ist Hansa zur Stelle, kann dort in einer etwas vogelwilden Situation dann aber am Ende den Durchblick behalten. Dann ist es schade, Juan Perea, der den Ball erobern kann, und dann ist es Singh, der den Ball auf die ganz andere Seite rüberschlägt. Da ist es Fröhling, der hat nur noch einen Gegenspieler gegen sich, aber Luckeneder ist tatsächlich eine ziemliche Kante, da hat er sich nicht getraut, das 1 gegen 1 dann komplett durchzuziehen, aber zumindest bleibt Hansa gute 6,5 Minuten vor Ende des Spiels weiterhin in Ballbesitz. In der Mitte ist es Dennis Dressel mit Simon Rein zusammen, die sich den Ball jetzt schon ein paar Mal hin und her geschoben haben. Zwar werden sie immer wieder angegangen, aber können den Ball behaupten. Ruschke ist es, der den jetzt weit nach vorn schlägt, aber ja, Singh hat da nochmal so einen kleinen strafenden Blick hinterher geworfen. Das war nicht weder Fisch noch Fleisch, dieser Ball. Der war ein bisschen zu weit gespielt für Sabri Singh und ein anderer hat sich da auch nicht so richtig in der Nähe befunden, der hätte mit diesem Ball was anfangen können. Wieder ist der Torhüter mit dem Ball am Fuß dort relativ mutig unterwegs, spielt dann zweimal kurz und die Hansa-Angreifer setzen da jetzt nach. Perea,
zieht es vor, dann aber den Torhüter erstmal spielen zu lassen, um dann den Abwehrspieler anzugehen. Und das macht er auch gar nicht so verkehrt. Aber Hansa kann den Ball nicht wirklich unter Kontrolle bringen. Der Torhüter dann mit einem langen Ball auf nur noch Sabri Zing, der dort aber dann gegen Stojkovic das Nachsehen hat. Und der eingewechselte Perdic spielt den Ball dann zurück zum eigenen Keeper. Zing schaut sich dann noch zwei, dreimal um, ob er da angreifen soll oder vielleicht doch eher den Rückwärtsgang einlegen sollte. Dann ist es Simon Rein, der ein bisschen Pech hat gegen Sascha Horvath, der dann viel Platz hat. Und Goiginger ist es dann auf der rechten Seite, den Ball rüberflanken kann. Aber da ist Markus Kolke zur Stelle, kann sich auszeichnen, indem er diesen Ball, diesen hohen Ball mit einer sehr, sehr großen Ruhe, die er da ausstrahlt, problemlos herunterpflücken kann. Nico Neidhardt ist jetzt da auf der rechten Seite im Ballbesitz und spielt da seinen Gegenspieler an und der Ball geht über die Auslinie und ich hätte jetzt eher damit gerechnet, dass Hansa den Einwurf zugesprochen bekommt, ist aber nicht der Fall. Der Linzer ASK jetzt in Ballbesitz auf der linken Seite. Viele Hansa-Spieler, im Prinzip alle bis auf Güler und Perea, im oder direkt am Strafraum. Und dann ist es Fröhling, der dort das berühmte Bein stehen lässt. Und der Linzer ASK wird in dieser 86. Minute nochmal ein Freistoß von der halblinken Position dort zugesprochen. Bis auf den Torhüter der Linzer befinden sich jetzt wirklich alle Spieler direkt an der Strafraumgrenze. Ein Linzer-Spieler sichert da noch ein bisschen ab, aber ansonsten eine komplette Vollversammlung an der Strafraumgrenze und der Ball fliegt an den Pfosten und dann springt er vor die Füße von Stojanovic, wenn ich das sehe, der den Ball dann im Tor unterbringt und den Linzer ASK in dieser 87. Minute mit 2:1 in Führung bringt. Ja, schade, da hat sich der FC Hansa jetzt leider ein bisschen um die Früchte des Erfolgs gebracht mit diesem späten Treffer für den Linzer ASK. Ein paar Minütchen sind es noch, um vielleicht hier eventuell den Ausgleich zu erzielen. Der Ball ging erst an den Pfosten und dann springt er genau vor die Füße vom Mann mit der 22, Filip Stojkovic. Und der erzielt dann den 2:1 Führungstreffer für den Linzer ASK, Filip Stojkovic mit der 22. 3 Minuten sind es jetzt noch und ein bisschen vielleicht von der Nachspielzeit für den FC Hansa, um hier nochmal was rauszuholen. Simon Rein und Sammy Güler versuchen es dort, den Ball nach vorn zu bringen. Und da Felix Ruschke eher mit einem hohen Bein, aber Kone hält sich das Schienbein. Also ganz nachzuvollziehen, was da genau passiert ist, ist jetzt schwierig. Wenn er da vielleicht auf hohes Bein hätte entschieden, der Schiedsrichter, hätte man das ja noch eher nachvollziehen können. Aber Kone hält sich dort das rechte Schienbein. Keine Ahnung, ob er da vielleicht beim Aufkommen ein bisschen weggeknickt ist und da vielleicht sich das Sprunggelenk ein bisschen überdehnt hat. Aber es geht weiter mit dem Schiedsrichterball. Da Hansa den Einwurf schon ausgeführt hatte, gibt es den dann direkt vor den Füßen von Damian Rosbach. Und 2 Minuten und ein paar Sekunden der offiziellen Spielzeit sind es noch. Hansa liegt leider jetzt 1:2 zurück gegen den Linzer ASK in diesem zweiten und letzten Testspiel im Trainingslager in Bielek. Über die rechte Seite versuchen sie es mit dem langen Ball, aber Perea hat einen langen Weg, um dorthin zu kommen. Und der Linzer ASK versucht es dann selber wiederum mit einem weitgeschlagenen Ball. Und dann ist Pintor zwar am Ball, aber bringt ihn nur über die Auslinie. Deswegen gibt es Einwurf für den FC Hansa. Nico Neidhardt ist es, der den Ball dort in den Händen hält, aber sich dann doch ein bisschen mehr Zeit lässt, als es dann vielleicht dem einen oder anderen der Mannschaft lieb gewesen wäre. Der Ball zurückgelegt auf Neidhardt und der kann den Ball aber nicht im Spielfeld halten, sondern sein hoher Ball, der nach vorn gehen sollte, geht über die Auslinie. Es gibt Einwurf für den Linzer ASK. Die Österreicher jetzt mit dem Ball hintenrum. Nochmal über ihren Torhüter und Perea mit einem Sprint und der Torhüter hat da Mühen, an den Ball zu kommen, rutscht sogar ein bisschen weg. Also es lohnt sich immer, da nochmal nachzugehen, wenn die Kräfte noch da sind, um dort solche Situationen vielleicht auch nochmal ausnutzen zu können. Jetzt Fröhling zeigt hier auf der linken Seite an, dass er den Ball gerne hätte, aber Markus Kolke zieht es vor, den Ball flach zu spielen. Dann ist es Simon Rein, der den Ball über die Außenposition mit Ruschke spielt. Ruschke könnte Fröhling finden.
macht er aber nicht, sondern spielt zurück auf Rosbach und es geht jetzt hintenrum mit Olli Hüsing, der den Ball dann auf der rechten Seite nach vorn schlägt. Nico Neidhardt, der dort nach vorn geeilt ist, wird dort in Position gebracht, aber die Österreicher können sich erst einmal befreien. Der Ball geht ins Aus. Es gibt auf Höhe der 5-Meter-Raumlinie dort für den FC Hansa einen Einwurf. Schon ausgeführt, Neidhardt auf Singh, Singh zurück auf Neidhardt. Der kann mit dem linken Fuß jetzt in die Mitte flanken, macht er auch, aber da war dann nochmal ein Abwehrbein dazwischen und deswegen gibt es in der letzten Minute der offiziellen Spielzeit ein Eckball, das ist der 5. und der Schiedsrichter zeigt an, dass er noch 2 Minuten nachspielen lässt. Also 2 Minuten noch für den FC Hansa hier in diesem Testspiel für einen versöhnlichen Abschluss zu sorgen und den 2:2 Ausgleich vielleicht noch erzielen zu können. Sabritzing mit dem linken Fuß mit Schnitt vor dem Kasten. Der 5. Eckball kommt in den Strafraum hineingesegelt. Der Torhüter ist erst einmal mit einer Faust zur Stelle. Aber Fröhling ist da. Rutscht weg. Und dann berührt er seinen Gegenspieler. Der war aber als letztes am Ball. Und deswegen gibt es eigentlich Einwurf für Hansa. Nee, dann doch andersrum. Aber Fröhling hatte sich bei diesem Sturz wahrscheinlich ein bisschen leicht verletzt. Geht da noch ein bisschen unrund. Aber geht weiter mit dem Einwurf für den Linzer SK. Es liegt aber noch ein Hansa-Spieler auf dem Boden. Wenn ich das richtig sehe, ist das Simon Rhein. Ne, der steht da. Der da gestürzt ist. Oder ist es Nico Neidhardt? Nico Neidhardt, glaube ich, fehlt von dem, wenn ich jetzt mal so auf den Platz gucke, die da jetzt stehen. Ne, Nico Neidhardt ist auch da. Dann ist es Rosbach. Rossi fehlt. Also Rossi liegt da. Man kann es nämlich nicht sehen, weil die medizinische Abteilung sich jetzt da relativ intensiv um ihn kümmert. Und aber ja, Damian Rosbach ist jetzt von denen, die auf dem Feld stehen, nicht dabei und wird dort an der 5-Meter-Raumlinie kurz von Dr. Martin Rando und von Marcel Möller, unserem Physiotherapeuten, behandelt und kommt jetzt aber wieder auf die Beine. Gibt Applaus sowohl von den Rängen als auch von einigen Spielern hier auf dem Feld und wird vom Schiedsrichter gebeten, das Spielfeld zu verlassen. Also, obwohl es ein Testspiel ist, wird dann hier sehr auf die Regelauslegung geachtet. Muss also aufgrund der Behandlungspause dort vom Spielfeld gehen. Und es geht weiter mit diesem Einwurf für den Linzer ASK. Ball wird in den eigenen reingehalten. Hansa jetzt also in Unterzahl, denn Rossi steht da immer noch neben dem Tor der Linzer. Trotzdem versucht Hansa anzugreifen, dort vielleicht nochmal eine Gelegenheit zu bekommen. Dann ist es Perea, der an den Ball kommt. Güler setzt nochmal nach, attackiert den gegnerischen Torhüter dort. Der bringt den Ball aber in die Mitte. Da ist aber Simon Rhein zur Stelle, legt zurück auf Dennis Dressel, der aber den Ball verliert. Aber dann ist es Ruschke, der zur Stelle ist, aber der haut den Ball in den Wald. Und darauf hat der Schiri jetzt keine Lust mehr, dass der zurückkommt. Am Ende verliert der FC Hansa ein bisschen unglücklich mit 1:2 gegen den Linzer ASK aus der ersten österreichischen Liga mit 1:2 und beendet damit das Trainingslager hier in Belek mit einer knappen Niederlage. Wir hören uns wieder am kommenden Sonntag, das ist der 14. Januar, dann um 13 Uhr sind wir wieder mit Ton und Bild beim letzten Testspiel des FC Hansa Rostock für euch dabei. Dann im Ostseestadion die Begegnung gegen den VfB Lübeck aus der dritten Liga. Der letzte Test, die Generalprobe vor dem Rückrundenstart in der zweiten Liga. Das Spiel findet im Ostseestadion unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Deshalb schaltet rein, wenn wir dann wieder für euch zur Stelle sind. Vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung, dass ihr dabei gewesen seid. Einen schönen restlichen Tag euch noch und bis zum Sonntag. Macht's gut, bleibt gesund. Tschüss. Zeiterfassung und Nachweisführung muss nicht kompliziert sein. Das Trainingslager des FC Hansa Rostock wird präsentiert von Timescan. Timescan ist eine Marke der Soft Clean GmbH.